Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Peter Friemert und ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Informations- und Kompetenzzentrums für zukunftsgerechtes Bauen in Berlin begrüßen zu unserer nächsten Online-Seminar LowTech, der Weg zum kostengünstigen Bauen. Wie Sie sehen, ich bin heute wieder nicht im IKZB, weil wir der Homeoffice-Pflicht der Empfehlung und Vorgabe der Bundesregierung auch weiterhin treu folgen und zumindest jetzt bis zu den Sommerferien den anstehenden möglichst aus dem Homeoffice und dezentral berichten. Also an der Stelle begrüße ich Sie hier aus meinem Zuhause in Buxtehude und sage auch ein herzliches Willkommen nach Dithmarschen, nach Lichtenrade, nach Coburg, hallo nach Aachen in den Westerwald und nach Hückelhofen und Frankenthal und in den vielen, vielen anderen Orten in Deutschland und mitunter auch im Ausland. Wir freuen uns, dass wieder so viele zahlreiche Gäste dabei sind, wenn wir uns mit dem Thema LowTech beschäftigen. Wir fragen nach dem Weg des kostengünstigen Bauens. Und das ist, glaube ich, mehr als angesagt, denn vor dem Hintergrund steigender Immobilienpreise, es gibt immer wieder neue Studien, die belegen, wie sich die Baupreise entwickeln, die aktuellen Baupreissteigerungen noch obendrauf, die man ja auch ein Stück weit als Post-Corona-Entwicklung schon fast betrachten kann. Wenn die Suche nach Stahl, nach Beton, nach Dämmung, KG-Rohre, habe ich gehört, sind im Augenblick auch sehr gefragt, oder die Dachlatten, die zum Tagespreis verkauft werden. Aber es sind auch anstehende ordnungsrechtliche Entwicklungen, die uns beschäftigen. Sie werden sicherlich schon vernommen haben, so richtig offiziell ist es nicht, aber es gibt ein vertrauliches Papier, das aber dann doch schon manchen Redaktionen in den Medien vorliegen, mit möglichen anstehenden ordnungsrechtlichen Veränderungen. Da geistert die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes Anfang 2022 im Raum und die Einführung des Effizienzhausstandards 55 auch kurzfristig und auch die Überlegungen, wie man eine Photovoltaikpflicht auf Dächern bundesweit einführt. Ganz, ganz viele Themen, die uns natürlich auch in Sachen Technik bewegen werden. Und wir möchten heute die Frage stellen, wie wir diesen technischen Aufwand begegnen und damit letztendlich auch die Frage stellen, müssen wir eigentlich jetzt noch weiter mit zusätzlichen Kosten rechnen? Bauen mit reduziertem Technikeinsatz bei steigenden Ansprüchen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, das ist heute unser Thema. Und das sind unsere Gäste heute. Ich begrüße ganz herzlich in Berlin Professor Eike Roswag-Hennig. Hallo. Herr Klinge, Klinge, Sie sind an der TU Berlin, glaube ich, ist richtig? Genau so. Ja, herzlich willkommen. Sie werden uns gleich einführen, ein bisschen berichten über klimaaktive Baustoffe zur Reduktion von Gebäudetechnik. Ja. Da sind wir ganz gespannt. Ich freue mich dann auf den Architekten Thomas Isselhardt, der über Strom aus LowTech-Dämmstoff berichten wird, über neue Wege der Gebäudedämmung. Herzlich willkommen nach Verden an der Aller. Ja, guten Morgen zusammen. Hier bei bestem Wetter sitzen wir in Europas höchsten mit Stroh gedämmten Gebäude, über das ich nachher dann ausführlich berichten werde. Ja, und last but not least, wir wollen nicht nur über Gebäudetechnik reden, sondern wir wollen auch mit den Akteuren sprechen. Und deswegen freue ich mich an der Stelle in Lübeck begrüßen zu können, stellvertretend quasi für die Industriebranche, Andreas Thoms von Valox. Herzlich willkommen, Herr Thoms. Schönen guten Morgen zusammen. Ja, wir werden nachher über den Blick auf das Ganze sprechen und darüber, wie sich die Gebäudetechnik dort entwickeln kann. Und ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben ein attraktives Programm für Sie für die nächsten 2 Stunden. An der Stelle dann auch nochmal der Hinweis, viele von Ihnen sind ja schon öfter dabei gewesen. Sie können uns natürlich wieder im Chat schreiben. Und wir sammeln die Fragen, ich bekomme die dann hier mit auf den 2. Monitor und wir werden dann nach den jeweiligen Vorträgen diese Fragen auch, wenn möglich, alle beantworten können. Ja, und damit glaube ich, genug der Vorrede an der Stelle. Da gebe ich jetzt mal das Wort rüber nach Berlin und freue mich auf Herrn Professor Eike Roswag-Klinge. Sehr schön. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja, und unser herzlichen Dank, Herr Friemert. Wir freuen uns sehr, unsere Arbeiten, die wir zum Bauen mit Naturbaustoffen und Low-Tech-Fragen erarbeitet haben, heute in den Diskurs hier mit einzubringen. Vielen Dank, dass ich auch wieder bei CBAU mit auftreten darf. Freut mich sehr, dass Sie diese wichtigen Diskurse führen und auch in die Welt tragen. Ganz kurz zu meiner Person. Ich habe über knapp jetzt 20 Jahre dieses Büro mit initiiert und aufgebaut, ZRS. Wir planen, forschen, realisieren in unterschiedlichen Kulturen Gebäude im Wesentlichen aus Naturbaustoffen. Heute
mit knapp 50 Architektinnen und IngenieurInnen. Meinen Schwerpunkt habe ich aber seit ein paar Jahren an die TU Berlin verlagert, wo wir das Fachgebiet konstruktives Entwerfen, klimagerechte Architektur als Natural Building Lab in so Design-Build-Aktionsformaten in der Gesellschaft nach neuen Architekturtypologien suchen. Die Fragen kennen wir alle. Das Bauen ist mehr oder weniger für 50% des Schlamassels verantwortlich. Das ist das, was da draußen vor den Toren dieses Universitätsgebäudes passiert. Wir bauen weiter mit Beton, bauen weiter massiv Glaskisten und träumen davon, dass uns die heile Technikwelt alle diese Sorgen nehmen kann und wir immer weiter konsumieren können, reißen tolle Gründerzeitsubstanz weiterhin ab oder auch 60er Jahre. Also man hat das Gefühl, dass die Stadt da draußen die Praxis das Problem noch nicht erkannt hat. Das ist ein Diagramm, was mich, glaube ich, schon seit 10 Jahren begleitet. Wir suchen also nach Architekturen oder dem Bauen in den planetaren Grenzen, nach dem, was hinter der Moderne eigentlich oder dem fossilen Industriezeitalter, Konsumzeitalter steht. Die Moderne oder die Stahl, Glas, Beton, vor allen Dingen aber auch natürlich das Erdöl als Fuel, als Antrieb für die Klimasysteme. Die Ressourcen schwinden, die Weltbevölkerung wächst und wir müssen jetzt gravierende Schritte gehen, um uns quasi aus diesem Problem rauszubringen. Schmidt-Bleke ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, Faktor 10. Wir müssen also, oder auch das Umweltbundesamt veröffentlicht vergleichbare Zahlen, Weizsäcker hat den Faktor 5 mal rausgebracht oder die 2000-Watt-Gesellschaft, alles das sind Modelle, die versuchen, diese planetaren Grenzen zu erreichen. Aber ich denke, diese Zahl Faktor 10 ist schon das, wo wir hin müssen. Wir müssen in unseren Breitengraden, also mindestens den Faktor 5, ja wahrscheinlich eher mehr reduzieren, um eine faire Verteilung auf dem Globus zu erreichen. Und der Bausektor, wenn er für 50% des Problems verantwortlich ist, muss signifikant sich verändern. Es gibt eine tolle Studie vom Umweltbundesamt, was halt die Energiefrage, wir diskutieren ja, dass die Klimaneutralität, die wird leider noch viel zu oft immer rein auf der Energieseite gesehen. Das Umweltbundesamt hat versucht mit dieser Studie 2019, dass also die Energie mit der Ressource, also mit der materiellen Ressource zu verknüpfen und sagen dann, wir müssen natürlich auf dem fossilen Betrieb minus 95 bis 2050 kommen, aber auch bei der Inanspruchnahme von Ressourcen mindestens um 60% reduzieren. Und das ist das, was der eigentlich schwere Bereich ist für das Bauen im Hochbau. Wenn man sehr stark in die Richtung geht, wie wir das heute vorstellen, ist das vielleicht noch vorstellbar. Aber die Infrastruktur, alles das, was in den Straßen liegt und so weiter, auch zu transformieren und die Ressourcen zu reduzieren, das wird das ganz große Problem. Die Studie zeigt auch sehr schön auf, dass wir die Sektoren koppeln müssen. Wir müssen Energie und Rohstoffe, natürlich, das ist das Herz in der Mitte des Diagramms, aber wir müssen die Verkehrswende mitdenken, wir müssen die Industriewende mitdenken, eine Wärmewende, auch eine Agrarwende. Und das ist eine Schnittstelle, die uns ganz gut passt, weil wir unsere Ressourcen zukünftig, auch Herr Schellenhuber sagt das ja, das Bauen ist der Elefant im Klimaraum und wir müssen halt die Natur, das Aufforsten, die Waldtransformation, die Agrartransformation mit dem Bauen verknüpfen, um quasi CO2 senken in den Städten zu bauen. Da komme ich dann noch gleich zu. Aber diese Verknüpfung ist, glaube ich, das, was uns zwar die Sache noch komplexer macht, aber Zielwege darbietet. Das Wesentliche ist aber die Reduktion des Konsums. Das heißt, wir müssen eigentlich im Wesentlichen unseren Flächenkonsum reduzieren. Wir dürfen nicht weiter mehr als 50% Wohnfläche pro Kopf anstreben, sondern müssen das eigentlich nach dem Uber-Szenario auf 40 Quadratmeter runterkriegen. Ich würde denken, wir müssen bei allem, was wir neu bauen, unter 30 Quadratmeter pro Kopf bleiben, um uns quasi im Mittel zu treffen müssen, vor allen Dingen auch im Umbau dann Flächen reduzieren. Und wenn wir das tun, wenn wir quasi uns der 40 oder 35 Quadratmeter pro Kopf annähern, dann dürfen wir heute schon nichts mehr neu bauen, sondern dürfen nur noch transformieren und dürfen nichts mehr neu daneben stellen. Das ist natürlich auch eine steile These, weil es dann Ballungsräume gibt, in denen man das gar nicht so realisieren kann, wie jetzt hier gerade die Situation in Berlin ist. Aber in der Summe der Ereignisse dürfen wir nicht mehr neu bauen. Wir müssen in die Kreislaufgerechtigkeit einsteigen. Wir dürfen nicht mehr zerstören, müssen ein Abbruchverbot, meine ich, erlassen, um weiter in diese Kreislaufgerechtigkeit bei den Stoffen zu kommen. Da will ich heute gar nicht zu sehr drauf eingehen.
Die Stoffströme müssen wir umlenken. Das ist hier so ein Diagramm über die Stoffströme von Altholz in Deutschland, wo wir sehen, alles, was da nach rechts rausgeht, das ist alles thermische Verwertung. Das heißt noch Verwertung, aber eigentlich ist es ja Zerstörung bzw. Freisetzen des CO2s. Wir dürfen solche tollen Balken nicht mehr weiter verbrennen, sondern müssen die wiederverwenden. Und alles das, was heute in der Nutzung bleibt, ist irgendwie ein bisschen ein kleiner Anteil von 8-10%, der in die Spanplatte wandert. Das kann nicht die Zukunft sein und das betrifft alle Materialien, die wir haben. Wir müssen die alle in den Kreislaufloop kriegen. Und wir müssen, und das ist, sagt Rescue ganz klar, die Uber-Studie, wir müssen, soweit es geht, überall da, wo es möglich ist, auf biogene Baustoffe, also wir müssen die Bio-Welt mit dem Bauen knüpfen. Wir haben heute 60% des Holzanteils, aus dem Wald entnommen wird, geht in das Bauen. Wir müssen das im 2050-Szenario auf 100% bringen. Ich denke, man kann da signifikant bis 2030 auf alle Fälle auf 80% hochkommen, wenn man da jetzt relativ schnell eine Transformation der Industrie macht. Und das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende, sondern wir müssen die transformierte Landwirtschaft, also eine Agroforstwirtschaft mit schnell wechselnden, weichen Hölzern, einspeisen in diese Kette. Wir müssen vielleicht bis zum Stroh, das wird ja nachher gleich noch detailliert beschrieben, da sind wir quasi schon direkt vor der Tür, da können wir signifikant was erreichen. Aber warum sollen wir nicht andere Getreidearten bis zu Laub und andere Fasern in die Bauproduktion reinkriegen? Und dann können wir signifikant substituieren, also Beton im Wesentlichen aus dem Bausektor verdrängen. Aber zum eigentlichen Thema, das Low-Tech-Bauen. Wir haben da ein schönes Symposium hier mit dem BBSR oder Bundesinnenministerium, Bundesbauministerium 2019 gemacht. Da haben wir verschiedenste Positionen zum Diskurs gemeinsam zusammengefasst. Es gibt eine große wachsende Kritik an der Technisierung. Wir glauben nicht, dass wir durch weitere Technik die Probleme lösen können, sondern wir sind im Gegenteil der Meinung, dass wir Technik signifikant reduzieren müssen, um in die Zukunft kommen zu können. Da haben wir verschiedene Positionen. Das eine ist Thomas Auer von der TU München, der über den Rebound-Effekt am Rande, aber eher so das Design-Gap, aber warum erreichen wir die Effizienzen nicht, die wir vom Design her planen? Warum verbrauchen die gerade Wohngebäude heute viel mehr oder in dem hochtechnisierten Gebäudebereich wie in den Ministerien und so weiter, ist das Gap noch viel größer und rät sehr zu einem Low-Tech-Bauen. Exemplarisch ist das in dem Haus 2226, was die meisten von Ihnen kennen werden. Das hat Herr Junghans vorgestellt. Elisabeth Endres hat ganz stark mal sich mit dem Umweltbundesministerium beschäftigt, wie man da quasi im ministeriellen Bauen auf einen Low-Tech-Ansatz kommen könnte. Und ganz, ganz spannende Mediziner, Walter Hugentobler, der da gerade Technik und Luftqualität mit Mikroben und Raumluftfeuchte vernetzt und da zeigt, dass wir eigentlich auf einem ganz falschen Pfad sind, wenn wir immer weiter versuchen, das technisch das Problem, also immer septische Räume zu machen und alles und die Natur aus unseren Lebensräumen rauszudrängen. All diese Vorträge sind im Internet auf unserer Webseite zu sehen. Und auch die Broschüre, die da gerade eingeblendet war, kann man entweder beim Bund in Papierform bestellen oder auch als Download finden. Meine Frau Andrea Klinger, die die Forschung bei ZRS betreibt, hat unser Bausystem vorgestellt. Sie hat lange geforscht unter dem Agehouse-Forschungsvorhaben, wo es um Raumluftqualität geht und die Raumluftfeuchte im Wesentlichen. Das ist das zentrale Thema, was auch Hugentobler quasi benennt. Wir trocknen im Wesentlichen oder verschlechtern unsere Raumluftüberlüftungsanlagen. Das eine ist, dass wir sie in der Regel zu trocken fahren, dass wir im Winter die Räume zu trocken machen und die Wartungsfragen nicht einhalten und damit auch ein Problem haben, wenn wir nicht ordentlich warten. Der Kern, der dahinter steckt, ist aber, dass das, was Herr Hugentobler auch sagt, wir müssen eine Raumluftfeuchte oder sollten eine Raumluftfeuchte zwischen 40-60% anstreben. Was mir lange nicht klar war, dass auch wenn die Feuchten sehr stark absinken, Virenwachstum zum Beispiel jetzt hier unser Coronavirus und so weiter, bei sehr geringen Raumluftfeuchten wieder exponentiell anwächst. Das Risiko ist also die Winterphase, wir haben das ja gerade jetzt hinter uns mit Corona, sind die geschlossenen Räume und einen sehr großen Anteil daran spielen halt auch die zu trockenen Räume. Das ist das, was Gottfried Stirling hier in den 80er Jahren schon bewiesen haben und wir haben heute Raumluftfeuchten im Wohnungsbereich, die ganz oft unter 30% im Winter abfallen und da müssen wir halt raus. Wir müssen die Feuchte wieder Richtung 40-60% verschieben und können das eigentlich mit dem Low-Tech-Ansatz ganz gut darstellen.
Das ist das, was das Vorhaben gemacht hat. Wir haben vom Material über Bausysteme sehr lange quasi so Innenausstattung von Wohngebäuden thematisiert und daraus dann ein System abgeleitet, was wir bei ZRS dann bauen. Der Kern dahinter ist Sorptivität, also feuchte Steuerung über Kapillarität, beziehungsweise hier beim Lehmbau ist es das Tonmineral, was die Feuchte einspeichert, und wir können dann bis zu dem 3- bis 5-fachen an Feuchte über die Gebäudehülle, die Oberflächen im Raum steuern im Vergleich zu konventionellen Materialien. Das wäre hier unten also ein Kalkzementputz. Es gibt dafür eine DIN-Norm in der DIN 18947 Lehmputzmörtel. Da ist niedergelegt, wie man das Messschema macht. Also man konditioniert ein Bauteil auf 50% Raumluftfeuchte und 22 Grad Temperatur. Und dann, wenn das ausgeglichen ist mit dem in der Klimakammer, wird die Raumluftfeuchte auch auf 80% hochgenommen, um dann festzustellen, wie viel Feuchte das nach einer halben Stunde, Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden und 12 Stunden einnimmt. Was Sie, glaube ich, mitnehmen können, ist hier, dass wir nach 12 Stunden diese Sorptionsklasse 3, diese 60 Gramm pro Quadratmeter Oberfläche erreichen wollen. Alles das, was an standardisierten Lehmputzen am Markt ist, erreicht im Wesentlichen diese Sorptionsklasse 3. Damit können Sie ganz, ganz viel Sorgen des Problems der Auffeuchtung in Räumen über das Abpuffern der Gebäudehülle quasi kompensieren. Also schreiben Sie in Zukunft aus Sorptionsklasse 3 nach Lehmbaunorm, zum Beispiel die Gipsfaserplatten, die so um die 45 Gramm liegen, bemessen nach diesen Schemata heute schon, weil das einen sehr großen Vorteil bringt. Ich gehe mal so ein bisschen in verschiedene Messreihen rein. Also wir sehen hier die Messskala. Hier oben sehen wir Lehmsteine, Lehmbälle. Also das ist das klassische braune Material, was wir kennen. Das kann bis zu 120 Gramm im Rohbau quasi puffern. Wenn wir dann auf eine Oberfläche gehen, also die Wand verputzen und eine Beschichtung haben, dann haben wir, wenn wir also mit Naturfasenfarben, also Marmor-Caseinfarben, auf diese Lehmputze, Lehmbauplatten und so weiter draufkommen, dann kommen wir hier so zwischen 50 und 60 Gramm in der Regel, also haben diese hohe Sorptivität in der ausgebauten Stufe. Und hier sieht man hier unten diese ganzen Gipskarton-Dispersionsfarben sind auch sehr schnell schließend. Wenn die mit mehreren Anstrichen auf der Wand sind, ist das wie eine dünne Kunststoffhaut auf der Wand und man zerstört quasi die Sorptivität der darunterliegenden Baustoffe. Ganz wichtig ist, dass Sie Lehm niemals in Verbindung mit Zement bringen, weil der Zement dann die Kapillarstruktur ändert und wir dann einen Magerbeton erhalten, der nicht mehr reversibel ist und vor allen Dingen die Sorptivität verliert. Ganz spannend ist, dass Holz auch ein ähnliches Sorptionsverhalten hat. Wir haben jetzt hier mal ein sägeraues Brett und dann entsprechend gehobelte Oberflächen. Und wir sehen, dass wenn wir dann auch so eine Holzdiele leicht ölen mit so Naturölen, was ja heute ein Standard ist, so Eichenparkett mit einer gewachsenen Oberfläche, dann behalten wir diese Sorptivität. Wenn wir die Oberfläche im Gegenzug lackieren, dann ist sie tot. Dann kommen wir hier auch unter die 20 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt, immer wieder Naturbau in der Gesamtheit bis zum Ende denken, nicht zum Schluss irgendeinen Lack drüber geben, der dann das Problem erzeugt beziehungsweise alle Vorteile beseitigt. Also diese Naturbauketten, Sie können zum Beispiel Fußbodenoberflächen oder auch Deckenbekleidung und so weiter mit sehr hoher Sorptivität in den Raum eintragen und damit eine ganz tolle Bauphysik-Performance mit einbringen. Wie tief funktioniert dieses System? Wir haben mal Messungen in unterschiedlichen Schichtstärken gemacht. Also wenn man jetzt hier einen 2 mm Putz sieht, dann ist der nach weniger als nach einer guten Stunde ausgeglichen und kann nicht mehr aufnehmen. Das nimmt dann so bis zu 10 Gramm auf. Bei den 5 mm endet das so nach 2-3 Stunden und kann aber auch nicht mehr als 20 Gramm aufnehmen. Interessant wird es bei Putzstärken ab 15 und 20 mm, 25 mm. Da erreichen wir schon fast im Tageszyklus die volle Sorptivität. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in der Sanierung selbst auf eine Betonwand eine ordentliche Schicht Lehmputz kriegen, kriegen Sie diese feuchte steuernde Wirkung im Tageszyklus. Da sind dann so mehr Tageszyklen, die ja auch recht spannend sind, dann nicht mit abgedeckt. Aber Sie können sehr stark Ihre Räume entspannen, indem Sie nur die Oberfläche in der Sanierung quasi mit tauschen. Ganz wichtig ist die Schadstofffreiheit. Da haben wir auch sehr viel zugeforscht mit dem Bundesamt für Materialforschung. Die haben die ganzen Tests zu den Schadstoffen gemacht.
Wenn Sie aber Nature Plus Produkte, Blauer Engel Produkte verwenden, sind Sie da in der Regel schon in einem ganz guten Pfad unterwegs. Wir wollen also die zwei Materialien Holz und Lehm kombinieren. Wir haben also die Vorteile von Holz in unterschiedlichen Qualitäten, über sei es die Festigkeit, Wärme, Leitfähigkeit, den Brandschutz, aber hier die Hygroskopität, das ist das, was das Low-Tech-Bauen für uns macht und natürlich eine tolle Ökobilanz. Und beim Lehm ist es ähnlich so, wir können, das ist aber noch nicht ausreichend beforscht, auch Schadstoffe sorbieren. Das wäre der nächste Schritt, den wir in der Forschung angehen wollen, dass wir quasi checken, wie viel Schadstoffe entnimmt der Lehm der Raumluft und kann damit die Raumluft verbessern. Und wir haben das ganze hygroskopische System, was ich gerade erklärt habe. Und klar ist, dass das Material in der Ökobilanz natürlich optimal ist. Wir haben also aus diesen zwei Materialien ein Bausystem entwickelt. Wir bauen also reine Holzhüllen heute. Wir bauen das erdrührende Bauteil in der Regel in Beton. Da gibt es auch noch relativ viel Optimierungspotenzial. Und bauen darauf aber ein Holzskelett hochgedämmt mit Naturfasern. Bekleiden das von innen mit Lehm im Idealfall und statten die Innenwände mit Lehmsteinen aus. Das wäre so die allerbeste Variante. Die Gebäudehülle muss diffusionsoffen sein. Und dann kann die Feuchte quasi, haben wir kein Feuchteproblem mehr in den Räumen. Also wir haben da ganz tolle Messreihen gemacht, wo wir immer so in dieses Fenster 40-60% ganz gut reinkommen mit dem Lehmbau und können verhindern, dass wir Schimmel haben. Und mit zweimal Stoßlüften am Tag kriegen wir eigentlich das CO2 relativ gut in den Griff und können im Wesentlichen auf Lüftungstechnik verzichten. Ich sag mal, ich skizziere hier jetzt mal so eine sehr radikale Position. Dazwischen kann man dann abgraduieren und ganz einfache lüftungsmechanische Konzepte vielleicht ergänzen oder so Grundlüftung reinbringen. Das sind so die Thesen, wo wir jetzt im sozialen Wohnungsbau wahrscheinlich, wenn wir eine sehr hohe Belegungsdichte haben, sehr wenig Raum, Kubikmeter Luft pro Kopf haben, da werden wir dann so Mischsysteme fahren müssen. Aber ich glaube, wir müssen weg von diesem komplett belüfteten, mit Wärmerückgewinnung ausgestattete Wohnhaus mit einer Vollbelüftung hin zu solchen Misch- oder Low-Tech-Konzepten. Genau, und dann kommt die Energiegewinnung dazu, aber das ist jetzt heute nicht Thema. Also wir nehmen die Performance des historischen Materials, des historischen Fachwerkhauses, das Materialsystem vom Fachwerkhaus, transformieren das in unsere Zeit, haben hochdämmende U-Werte, natürlich ganz, also wir haben gerne auch über 30 cm Dämmstoffstärken. Wir bauen gerne U-Werte 0,11, 0,12, natürlich Dreifachverglasung und dann einen sehr angemessenen Glasanteil und kriegen so sehr, sehr robuste, einfache Häuser hin. Genau, die Schadstoffe hier nochmal ganz wichtig, dass wir natürlich uns keine Schadstoffe durchs Bauen in das Haus reinholen. Was macht also für uns das Low-Tech-System aus? Wir müssen feuchte steuernde Baumaterialien haben. Wir nehmen Holz, Lehm natürlich, Kalk in der Außenoberfläche, Naturfasern als Dämmstoffe. Wir wollen Lüftungstechnik reduzieren, wenn nicht gar weglassen. Und in keinem Falle glauben wir, dass wir in unseren Breitengraden Klimatechnik brauchen, die aber im Moment gerade massiv auf dem Vormarsch ist. Das hängt aber damit zusammen, dass wir einfach falsch planen, falsch bauen. Wir brauchen keine Kältetechnik im Wohnungsbau, auf gar keinen Fall in unserem Breitengraden und können wahrscheinlich auch im modernen Bürobau weitgehend darauf verzichten. Das sind nochmal zwei Messdaten aus einem unserer Gebäude, die Andrea Klinge in ihrer Masterarbeit zum Sustainable Design an der, in der London Metropolitan University gemacht hat. Das zeigt hier also den Winterfall in einem Bad. Da haben wir also eine Außentemperatur, die jetzt gar nicht so tief ist, also aber gerade in dem kritischen Bereich liegt, wo wir Schimmelbildung hätten. Da haben wir also hier in der Nacht irgendwie 3-4 Grad und knapp über 10 Grad. Wir haben in der die Innentemperatur natürlich so um die 22 Grad. Das ist uns aber relativ egal, die Außenluftfeuchte zwischen 70 und 90% relative Außenluftfeuchte. Wir haben innen eine Luftfeuchte von etwas über 60% in dem Falle im Bad. Durch das Duschen schießt uns die Feuchte natürlich hoch bis knapp unter 100%. Und mit dem Fensterlüften sackt die wieder ab und der Raum pendelt sich, also der kritische Raum in dem Wohnhaus, pendelt sich wieder um die 60% ein. Und zeigt auf, dass wir auf keinen Fall ein Schimmelproblem haben. Ganz spannend ist noch der Sommerfall, da werden wir heute nicht so sehr viel drauf eingehen. Das ist auch noch ein Forschungsfeld.
Wir haben hier die Außentemperatur, die in der Tagesspitze bis zu 33, 34 Grad hochgegangen ist und dann runtergegangen ist. Wir sehen antizyklisch dazu die relative Raumluft, die relative Luftfeuchte, die natürlich am Tag in der Nacht, wenn die Temperatur gering ist, relativ hoch ist. Da liegen wir bei 70%. Am Tage sinkt die runter auf 25% in dem Falle. Also die pendelt sehr stark. Und das Spannende, was wir sehen, ist die Innentemperatur. Das ist hier dieser mittlere Grad. Da liegen wir bei knapp unter 25 Grad in der Nacht und gehen dann hoch auf 27, 28 Grad. Wir haben also so ein Delta von 8 bis 10 Grad zur Außentemperaturspitze. Und das ist das, was wir durch die stark sorptiven Oberflächengrade Lehmbau in unseren Breitengraden auch realisieren können. Bei einer sehr intensiven Nachtauskühlung schaffen wir es, die Gebäude quasi in einer echten Passivität im Sommer zu kühlen. Das ist das, weshalb ich sage, wir brauchen eigentlich in unseren Breitengraden keine Kältetechnik. Wir haben vergleichbare Messungen mal in Abu Dhabi gemacht, da haben wir das alles so ein bisschen her. Hassan Fatih hat in den 70er Jahren schon so Untersuchungen gemacht zum Komfort von Lehmbauten. Da haben wir eine Spreizung von 45 Grad zu 33 Grad und dann die Innenraumtemperatur, die auch hier 12, 13 Grad sogar unter der Außentemperaturspitze liegt und dann dafür diese beiden Grade schon einen relativen Komfort macht. Andrea hat dann auch solche Serienmessungen gemacht, wo wir dann sehen, dass das Holz-Lehmhaus, das ist das obere, mit der Innenraumtemperatur relativ gut liegt und ein konventionelles Gebäude hier unten dann mit den Temperaturspitzen im Sommer aufgrund der Empfindlichkeit durch die hohen Dämmstoffanteile in den Gebäudehüllen und so weiter, vielleicht auch einem etwas zu großen Glasanteil. Im Sommer die Überhitzung von diesen Gebäuden die große Gefahr ist. Das heißt, wir wollen mit sorptiven Oberflächen und einem angemessenen Glasanteil dahin kommen, dass wir auf alle Fälle einen sehr hohen Komfort im Sommer erreichen. Vielleicht noch schnell ein paar kleine Beispiele. Das ist also eine Torfremise, ein kreislaufgerechtes Gebäude, wo wir, was schon zweimal auf- und abgebaut wurde, bevor das die Bauherren selber dann wieder abgebaut wurden. Das sollte eigentlich vernichtet abgebrannt werden, also verbrannt werden, thermisch verwertet werden, würde man sagen. Die Bauherren haben das abgelagert, ein Grundstück sich gekauft, da eine Bodenplatte errichtet, das historische Gebäude wieder errichtet und dann dieses Holz-Lehm-Low-Tech-Gebäude da reingestellt und nutzen so dieses traditionelle Skelettbau in einem modernen Holzbau. In das Gebäude rein konnten wir natürlich nur handwerklich integrieren. Wir konnten jetzt nicht vorgefertigte Wandelemente da einstellen. Da ist also der Holzbau direkt 1:1 in den Rohbau reingebaut worden. Hier sieht man die Wände, die von außen jetzt schon mit Holzfaser bekleidet sind. Dann wurden die von innen bekleidet mit Holzfasern ausgeblasen. Das sieht man hier in diesem dicken Dämmkleid, was sich hier einstellt. Und dann die Innenwände mit Lehmsteinen ausgefacht und in den Oberflächen dann weiße Edelputze, eine geseifte Holztannenboden aus dem Nachbarwald. Das ist so für uns zukünftiges ökologisches Bauen. Das ist im Prinzip das gleiche materielle System wie Minke, das vielleicht in den 80ern, also die frühen Öko-Pioniere schon gemacht hätten, aber vielleicht in einem moderneren Auftritt. So denken wir, können wir das in die Gesellschaft bringen. Unsere Vision ist, dass wir sowas auf städtische Gebäude übertragen, also Low-Tech-Gebäude auf multifunktionsfähige Wohngebäude oder auch mischgenutzte Strukturen. Hier ist es mal ein kleiner Wohnungsbau mit so einem multinutzbaren Grundriss. Und da wollen wir die gesamte Gebäudestruktur bis auf das erdberührende Bauteil, also den kompletten Aufzugsschacht, Treppenläufe sichtbar als Holzkonstruktion realisieren, die hochdämmende, diffusionsoffene Gebäudehülle drumherum stellen und dann natürlich das klimaangepasste Design, in dem Falle über Balkone, die die größeren Verglasungen verschatten, diffusionsoffene Wandaufbauten, auch hier den Technikansatz signifikant runterbringen. Und in dem Falle wollten wir auch die Biodiversität nochmal in den Vordergrund stellen, weil auch diese Grünfassade uns einen extremen Vorteil bringen würde in der Stadt im Sommer und das Gebäude mit runterkühlen würde. Und mitnichten bräuchten wir hier Kälte- oder Kühlungssysteme für solche Gebäudestrukturen. Das ist leider in der Form noch nicht realisiert. Wir bauen aber gerade in Bremen einen Fünfgeschosser, der ist jetzt im zweiten Geschoss angekommen als Rohbau, ein gemischtes Gebäude, hybride Nutzung, Kita und Wohnen. Der kleine Körper hier neben ist gerade fertiggestellt, kann in Nutzung gehen. Und hier werden wir im Spätsommer den Rohbau komplett haben, also einen Raumabschluss haben.
und dann auch im nächsten Jahr das Gebäude übergeben. Hier haben wir den Aufzugskern in Holz und das gesamte Gebäude mit einer Naturbauhülle versehen. In die Nutzungsstrukturen will ich jetzt gar nicht so stark reingehen. Hier sieht man das, wie wir das sehen würden, bis zu so 5 Geschossen. Glauben wir, dass ein Keller nicht notwendig ist, auch nicht effizient ist, glauben also können da signifikant Ressourcen einsparen. In dem Falle, da der Fußabdruck des Gebäudes definiert war, wir also die Spannweiten nicht optimieren konnten und nicht zusätzliche Tragachsen einbauen wollten, haben wir eine HBV-Decke gewählt, also doch ein bisschen Beton in den Decken mit drin. Wenn wir das alles planen und selber designen können, dann brauchen wir die HBV auf keinen Fall in Zukunft. Also die HBV ist für mich eine Übergangstechnologie, die schon sehr, sehr wirtschaftlich wird mittlerweile. Wir haben solche Konzepte im großen Maßstab hier mit einem hybriden Gebäude für Flexim. Das ist ein 15.000 Quadratmeter Gebäude, wo wir dann aus Kostengründen den Beton teilweise drin gelassen haben. Also wir haben die ganzen lastabtragenden Teile vertikal, Unterzüge, Stützen in Beton bis zum dritten OG, bis zum zweiten OG. Das dritte OG ist komplett in Holz realisiert. Wir haben HBV-Decken und ein komplettes vorgehängtes Holzkleid. Nochmal zurück zum Umweltministerium, dem Wettbewerb, unsere Vision, das ist jetzt hier vielleicht in der Visualisierung der Gärtner mal ein bisschen wenig da gewesen, also ein bisschen zu intensiv in der Begrünung, das können sich, glaube ich, auch die Wettbewerbsjurys noch nicht so vorstellen, aber das ist unsere Vision der Stadt der Zukunft, dass man Holzgebäude hat, die begrünt sind und auch die könnten in diesem Low-Tech-System komplett ohne Technik auskommen, wenn man sie richtig konzipiert. Ich glaube, das sind wären der nächste Paukenschlag, wenn sich der Bund mal durchringen würde, so ein riesengroßes Gebäude als Low-Tech-Gebäude in Holz, als Ministerium umzusetzen. Das wäre der Schritt, der, glaube ich, in die Zukunft führen würde und eine echte, signifikante Veränderung herbeiführen würde. Auch im Bestand geht das. Hier haben wir die Fassade von diesem Verwaltungsgebäude im Tierpark getauscht. Wir haben also quasi wie mit dem Messer außen abgeschält, ein neues Holzkleid drüber gestülpt. Das Gebäude hätte das Potenzial, aufgestockt werden zu können, mindestens um 1, vielleicht 2 Geschosse. Man kann zukünftig auch den Keller noch aktivieren. Das haben wir in der Planung jetzt alles so vorgesehen, dass der Tierpark braucht halt jetzt nur diese 3 Geschosse, aber sie können dann potenziell mit der Zeit auf 5 Geschosse das Gebäude umnutzen. Das ist das, was in diesem, ja, vielleicht als in dem Bild als Plattenbau verschrienen, aber als Systembau, Skelettbau realisierten Gebäuden drinsteckt. Diese Dinger werden gerade noch vom Land Berlin zum Beispiel als Schulbauten reihenweise niedergelegt. Wir müssen diese Gebäude erhalten und umtransformieren. Hier ist es ganz radikal, da ist nur die Hülle getauscht, die ganze Innenausbau, die Gipskassetten, die tollen Innenausbauten, die da in den Besprechungsräumen drin sind oder auch einfachen Schrankmöbel in den Büros, hat der Tierpark alle erhalten. Das war genau das Ziel. Das zeigt, wie das ressourcengerechte Bauen der Zukunft unserer Meinung nach aussieht. Ja, nochmal zurück zu Ernst Ulrich von Weizsäcker. Das ist der 50. Bericht zum Club of Rome. Er hat nun in seinen 50 Jahren des Wirkens gerade im Club of Rome feststellen müssen, dass das Problem immer größer wurde und zeigt das auch sehr klar in diesem Bericht. Ich denke, das ist ein sehr schöner Titel, der uns auch motiviert. Wir sind dran, für unsere Zeit, für unseren Planeten zu arbeiten. Der Kipppunkt ist hoffentlich auch bei uns in unserer Fachwelt erreicht. Vielen Dank. Ja, sehr schöner Überblick. Wir bedanken uns ganz herzlich, Herr Professor Roswag-Dinge. Das war, glaube ich, eine sehr schöne Einführung in das Gesamtthema. Und ich würde ja gerne mal auf so ein paar Fragen noch mal eingehen. Ganz persönlich zum Beispiel, ganz am Anfang hatten Sie ja so die Rahmenbedingungen beschrieben, unter anderem, was müsste man tun? Reduktion des Flächenkonsums. Mhm. Ist ja ein Thema, was wir alle diskutieren und ich weiß, dass ich das jahrelang auch schon erwähne, immer wieder, wir müssen mehr darauf achten, mit Flächen umzugehen. Was mich persönlich ein bisschen nachdenklich macht in diesem Zusammenhang, das ist die Entwicklung, die wir gerade aktuell haben, die steigende Nachfrage zum Beispiel auch nach Immobilien, nach Ein- und Zweifamilienhäusern, die Suche nach mehr Wohnraum, um eben jetzt so vielleicht gemessen durch die Corona-Zeiten und den Impuls der Digitalisierung, um halt auch Homeoffice mit unterzubringen. Mhm. Glauben Sie, das müssen wir doch nochmal überdenken, diese Sache mit der Nachfrage und den Überlegungen, doch auch 40 Quadratmeter zu reduzieren? Was meinen Sie?
Nee, ich glaube, wir müssen dahin. Die Schwierigkeit ist halt, wie erreichen wir das? Ne? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir Konsum reduzieren müssen. Es wird nicht nur über eine Verbesserung der bestehenden Strukturen gehen, sondern wir müssen einfach Flächen reduzieren. Wenn ich hier gucke, wir nutzen unsere Büroräume in Universitäten im Mittel 10% oder sowas. Da ist auf alle Fälle sehr viel Luft drin. Ich denke auch im Bürobereich. Wir haben mehrere Wettbewerbe für das Umweltbundesamt gemacht, wo dann das Einzelbüro für den einzelnen Mitarbeiter geplant wird. Das ist alles absolut irre, ne? Weil die haben dann irgendwie 30% Betriebszeiten da drin. Das müssen wir neu denken. Und ich glaube auch, dass Wohnen und Arbeiten vermischen. Ich denke nicht, dass jetzt jeder noch einen Büroarbeitsraum braucht und dann jede Wohnung wieder größer wird, sondern ich würde denken, man braucht so Coworking Spaces, die quasi wohnungsnah sind, wo man sich einklicken kann, mitarbeiten kann und vielleicht einen ganz kleinen Arbeitsplatz zu Hause. Aber ich glaube, das ist auch in der Fläche von 30 Quadratmetern machbar. Also man kann natürlich nicht Corona-Bedingungen jetzt auf einmal das komplette Familienleben in der 70-Quadratmeter-Wohnung für eine komplette Familie organisieren. Das ist ganz klar, das ist ein Sonderfall gewesen unter Corona. Ich verstehe auch diesen Drang in die Fläche. Aber die Fläche ist eigentlich das Problem. Ich will die Einfamilienhausdiskussion jetzt hier nicht anfangen, aber eigentlich müssten wir zur Transformation dieses sehr sperrigen Typologie eigentlich mal ein Programm auflegen, wie wir quasi helfen, diese Einfamilienhausgebiete zu transformieren, dass wir da auch eine Diversität reinkriegen, andere Nutzungsformen reinkriegen. Das wären spannende Aufgaben und diese Typologie eher stärken, als sie immer so zu beschimpfen, ja. Also nicht, dass mich das Publikum da missverstanden hat jetzt an der Stelle. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen, ne? Ich glaube, das ist einfach ein Thema, mit dem wir uns gemeinsam beschäftigen müssen. Also ich habe ja auch immer geredet, wir müssen mit weniger Flächen vielleicht mal auskommen in Zukunft und flächensparendes Bauen in Großstädten. Wenn ich jetzt als Hamburger das sehe oder ich schaue nach Berlin ins Umfeld des Effizienzhauses Plus, da haben wir diese Themen ja überall. Mhm. Andere Frage vielleicht nochmal. Sie haben ja sehr schön diese biotischen Dämmstoffe angesprochen. Mhm. Ich habe in anderen Tagungen in letzter Zeit öfters gehört, wir haben Probleme bei der Umsetzung, weil es zu viele Vorurteile gibt um biotische Dämmstoffe und auch manchmal fehlendes Detailwissen, sowohl bei Planern als auch bei Ausführenden, die im Grunde genommen das Image dieser Produkte so ein bisschen beeinträchtigt. Können Sie das teilen, diese Erkenntnisse, beziehungsweise müssen wir da uns auch noch irgendwie drauf anders aufstellen? Ja, ich nehme da immer gerne das Beispiel der Zellulose. Die Zellulose ist vielleicht jetzt nicht das Allheilmittel, aber es ist so ein Transformationsprodukt gewesen. Als ich in den 90ern studiert habe, war das noch ein absoluter Exot, der von den Mäusen gefressen wurde. Und alle die Vorurteile, die wir bis heute haben, nichts dergleichen stimmt natürlich. Die Zellulose mit Borax und so weiter hat alles so seine Sorgen auch in den Farbanteilen. Aber eigentlich ist das so einer der Recyclingprodukte oder auch Holzfaserdämmprodukte, die jetzt ja im Massenmarkt angekommen sind. Also die ganzen Häuslebauer wissen, dass man heute mit Zellulose-Dämmstoffen einen viel besseren sommerlichen Wärmeschutz hinkriegt, als wenn man da Mineralwolle reinmacht. Und da ist ja der Anteil an Zellulose gigantisch groß geworden. Und ich glaube, es braucht solche Schritte. Ich denke auch, dass das Problem liegt in ganz vielen Bereichen, in dem Wissen, in den Planungsbüros. Da müssen wir, glaube ich, massiv zulegen. Also wir müssen Weiterbildung, das Wissen in die Hochschulen tragen und da die Kompetenz stärken. Der Bauherr ist, glaube ich, wenn man gut berät, das merken wir bei den selbstbauten Bauherren immer, wenn man gut berät, sind die Bauherren sofort gewillt, sich das mal im Detail anzuschauen und auch dahin zu wechseln. Ja, das Wissen in die Hochschulen tragen, gutes Stichwort. Da kam auch schon eine Frage, wo kann man sich weiterbilden? Ich denke, vielleicht können wir ja noch die ein oder anderen Hinweise dazu im Chat auch mit einstellen. Ich glaube, da sind Sie ja auch eine Quelle. Aber auch da kann ich schon mal darauf hinweisen, am Ende der Veranstaltung möchte ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben auf all das, was Sie im zweiten Halbjahr erwarten können im IKZB. Und aufgepasst auch an alle Studierenden, wir haben auch zwei Bildungstage im September geplant. Aber dazu später mehr. Eine Frage habe ich aber noch an der Stelle aus eigenem Blickwinkel heraus. Sie haben ja dieses Thema Luftfeuchte angesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Diese 40-60% kommunizieren wir auch immer alle. Warum ist das eigentlich so, dass sich dieser Irrtum immer noch bleibt, sich so hartnäckig hält, dass Erkältungskrankheiten von der kalten Luft draußen kommen und nicht von der trockenen Luft drin? Machen wir irgendwas falsch in der Kommunikation oder haben Sie eine Idee? Ja, das ist also ehrlich gesagt, auch bei mir hat es viele Jahre gebraucht, bis dieser Groschen überhaupt mal gefallen ist.
dass es draußen natürlich eine gesunde, kalte Luft ist, die der Mensch geradezu auch braucht. Wir sollen ja im Winter dann auch möglichst mit dem Fahrrad weiter zur Arbeit fahren. Also seitdem ich das so mache, bin ich viel fitter und mein ganzer Körper reagiert natürlich so darauf. Das ist eine ganz klare Strategie, die sollte man vermitteln. Und ich glaube, diese abgeschlossenen Räume sind halt genau das Problem. Und der verringerte Luftaustausch jetzt, der ja sich sehr stark verändert hat über die letzten Jahrzehnte, das ist halt das Problem. Aber das zu vermitteln scheint mir schwierig. Ja, also da bräuchten wir sicherlich nochmal so einfache Formeln, die auch so in die Breite kommuniziert werden können. Aber vielleicht ist einfach dieses Einzwängen der Luft, dass wir alles, was da drin entsteht, da drin zusammenhalten. Die Menschen können sich das ja erstmal gar nicht vorstellen, dass sie das Problem selber sind mit ihren ganzen Parfümsachen, dem ganzen Plastikspielzeug, was man alles ins Haus einträgt. Das sind ja die menschgemachten Probleme in der Innenraumlufthygiene. Klar, das CO2, aber das CO2, das ist eine andere Diskussion, die ich jetzt vielleicht nicht hier starten möchte. Ja, ich glaube, das könnte auch ein längeres Thema werden. Ich schaue mal so zwischendurch hier unten hin übrigens, so ein bisschen außerhalb der Kamera, weil ich den Chat auch beobachte. Vielleicht gehen wir beide mal kurz rein. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr und versuchen mal ein paar Fragen zu beantworten, die uns im Chat gestellt worden sind. Rolf Kellner beispielsweise fragt, wie stark muss die Schicht sein, die Lehmschicht? Oder gibt es schon eine Lehmbauplatte? Es gibt auch Lehmbauplatten, die sind aber im Moment noch relativ teuer. Man muss immer sagen, dass der ganze Lehmbaumarkt ist so ein Mikromarkt, ja, der ist also total klein. Ich glaube, dass die Lehmputze zum Beispiel, das gibt es jetzt heute so als erdfeuchte Bigpack-Ware, also wenn man große Baustellen hat, dann stellt man sich so ein Bigpack vor die Tür, dann wird das Material nicht mehr getrocknet und nicht mehr in Säcke verpackt, sondern einfach mit so einem Bigpack geliefert, dann ist das Rohmaterial nicht mehr teurer als ein konventionelles Produkt. Dann ist es nur noch an der Zeit, dass die Handwerker in der Breite quasi das Material einsetzen und dass das Produkt an der Wand nachher zu einem gleichen Preis kommt. Das ist aber, glaube ich, auch greifbar. Die Lehmbauplatten, die Trockenbauplatten, die sind noch relativ teuer. Also wer das ökologisch bauen will, findet das am Markt, wer sich das leisten kann, in Anführungszeichen. Aber wir bauen als günstigere Variante im Prinzip Holzständerwände mit Holzfaserplatten und verputzen die mit einer Lehmdünnbeschichtung. Das ist eine sehr wirtschaftliche und auch sehr schnelle Wandbausystem, mit dem wir, glaube ich, dann Innenwände wirtschaftlicher herstellen können. Die Lehmbauplatten sind meist sehr schwer und intensiv in der Bearbeitung. Die brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, bis die breiter am Markt sind. Sie hatten ja vorhin auch das Thema Schadstoffaufnahme bei Lehm angesprochen. Kommt eine Frage von Annika Dittmar. Können wir ihn dann eventuell auch gar nicht mehr recyceln? Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt? Ja, das ist so ein bisschen unerforscht. Es ist nicht nur so, dass der Lehm das alles aufnimmt wahrscheinlich, sondern wir gehen davon aus, dass wie bei der Feuchte der Lehm quasi die Peaks der Schadstoffbelastung quasi sorbiert und dann auch mit der Zeit langsam wieder abgibt und wir das dann quasi wieder ablüften können, sodass es halt eher so eine Vermittlung stattfindet, aber auch teilweise eine Anlagerung. Also das ist aber nicht erforscht. Also ich selber habe mal als Jugendlicher beim Bauen von auf unserem Bauernhof, da haben wir so eine alte Räucherkammer rückgebaut. Da war die oberste Schicht des Lehms quasi schwarz, die haben wir weggenommen, dann haben wir den braunen Lehm eingesumpft und das hat gestunken wie Jauche, weil sich da dann doch offensichtlich diese Schadstoffe in dem Material sehr stark akkumuliert hatten. Aber dazu gibt es noch keine weiterführende, also zumindest nichts, was ich wüsste von der Forschung her, wie stark sich das akkumuliert und wie viele Jahrzehnte das ginge oder nicht ginge. Da muss man noch weiter forschen. Ja, wir bleiben dran. Wieso wird nicht Photovoltaik genutzt, fragt uns Dietmar Heinrich. Soll wirtschaftlicher als Solarkollektor sein, deren Haltbarkeit angezweifelt wird? Ja, wieso nicht? Ne? Also eigentlich ist es Pflicht. In Berlin soll es jetzt kommen. Ich würde das schon lange fordern, dass jedes Haus Photovoltaik aufs Dach kriegen muss. Im Rahmen der Sanierung auch die Bestandsbauten. Berlin ist eine komplett flache Stadtlandschaft. Die ganzen Dächer sind Flachdächer. Da gehört überall PV drauf. Also hier kommt das langsam, dass es zwingend gefordert wird, also Gründach in Verbindung mit PV. Das ist ein Standard. Also jeder Bauherr, der das heute, der neu baut, der sein Dach umbaut und das nicht drauf packt, der ist also selber schuld. Also das ist heute so wirtschaftlich PV. Also wer das nicht tut, ist einfach auch von seinen Planern schlecht beraten. Die Architekten finden es hässlich. Ja, ich sage, ein Kollektor gehört aufs Haus. Also
Man muss es sauber planen, ne? Das ist die Antwort. Alle Berliner wissen ja, dass im Effizienzhaus Plus in Berlin, drüben in der Fasanenstraße, auch das Solarzentrum untergebracht ist. Das im Übrigen ab heute ist der 16., also seit gestern auch wieder geöffnet hat. Und insofern können Sie dort auch weitere Informationen bekommen. Das Thema Solarpflicht wird ja wahrscheinlich auch bundesweit kommen, ne? So wie es aussieht, das GEG und die darüber hinausgehenden Verordnungen sollen ja das auch bundesweit einführen. Also ich glaube, wir müssen uns mit dem Thema wirklich sehr intensiv beschäftigen. Und wir haben ja in Hamburg auch schon einige Erfahrungen damit gesammelt. Das kann ich jetzt als Agenturleiter hier aus Hamburg sagen, wo wir ja schon seit einem Jahr über dieses Thema intensiv sprechen und die Photovoltaikpflicht ja hier im Stadtstaat auch bereits greift. Ja, vielleicht eine andere Frage nochmal, Markus Mersmann. Funktionieren die Holz- und Lehmgebäude auch im Nicht-Wohnungsbau mit hoher Belegungsdichte, also zum Beispiel in Schulen, Büros, Kantinen, Mensen und so weiter? Was haben wir da für Erfahrung? Ja, genau. Die ist auch eine relativ simple Antwort, weil wir immer eine Ratio, also ein Verhältnis zwischen Fläche und Nutzer haben müssen. Das heißt, bei diesen großen Räumen, bei Schulklassen und Mensen hat man sehr viel Köpfe auf wenig Oberfläche. Dann ist natürlich auch die Frage, wie groß ist das Luftvolumen und wie stark kann das mitpuffern? Und dann wird das natürlich eingeengt, ne? Also sehr, sehr gut ist es im Zellenbüro, da ist es also überhaupt absolut unkritisch, ne? Da kriegt man das bestens installiert. Im Schulraum kann das mitwirken, aber das im Schulraum wirkt es keine Wunder. Ne? Also Schulklassen wird man wahrscheinlich mit einer gewissen Grundlüftung vielleicht auch mechanisch immer machen müssen. Das ist so der Trend, der sich im Moment einstellt. Also auch weg von der Volllüftung, weil man das einfach da nicht hinkriegt, aber mit ein bisschen Stoßlüften, guten Oberflächen und einer leichten Grundlüftung, das ist, glaube ich, der Trend, der sich im Schulbau abzeichnet. Im Bürobau sehe ich überhaupt keinen Grund dazu, auch im Großraumbüro, wenn man zum Beispiel auch so Aufsteller jetzt nicht, also Akustikpaneele und sowas alles nicht aus Kunststoffen baut, sondern aus Holzfasern zum Beispiel, haben wir sehr tolle Erfahrungen bei uns im eigenen Büro, ne? Akustikpaneele aus Holzfasern, auch das wirkt dann bauphysikalisch mit, da oder auch Lehmwände mit zu integrieren, das ist für den Bürobau total gut und da ist die Belegungsdichte am Ende nicht so groß, dass man da nicht signifikant verbessern kann. Also bei der nächsten Frage bin ich mir noch nicht so im Klaren, ob es ein Gast ist, der ein Auslandsprojekt plant oder ob er in Sachen Klimafolgenanpassung schon ein bisschen nach vorne sieht. Er fragt nämlich, funktioniert die Feuchtigkeitsregelung im Holzbau mit Lehmputz auch bei tropischen Klimabedingungen, wo hohe Luftfeuchtigkeitsverhältnisse von bis zu 85% und 32 Grad Temperaturen außen vor herrschen? Das ist ein großes Thema. Das haben wir auch nicht erforscht. Ich würde sagen, dass unsere Bambus-Lehmkonstruktion in Bangladesch zum Beispiel, dass die eine relativ gute Raumluftfeuchte hat, aber das ist eine reine Gefühlsfrage, die ist nicht gemessen. Aber ich glaube, auch da kommen wir zu einer besseren Raumluftfeuchte im Innenraum als das Außenklima. Und bei den Betongebäuden haben wir oft das Problem, dass sie sehr stark schimmeln, weil die sehr viel, also die Feuchte sich an den Oberflächen niederschlägt und dann Schimmelbildung entsteht. Also zumindest dieses Phänomen kriegen wir dadurch weg. Und ich glaube aber auch, dass wir die Feuchtesteuerung etwas dämpfen können mit dem Lehm. Aber das haben wir nicht gemessen. Haben wir nur gebaut, aber die Leute loben die gute Raumluftqualität, aber wir haben es nicht gemessen. Unser PV-Thema von eben greift aktuell auch im Chat um sich. Also sei an der Stelle gesagt, es gibt natürlich schon mehr Standorte. Hannover beispielsweise hebt gerade die Hand, hat auch schon die PV-Pflicht. Und an der Stelle danke für die Glückwünsche, dass Hamburg schon so weit ist. Aber ich kann Ihnen auch sagen, so ganz ein Selbstläufer ist das auch nicht. Es gibt verdammt viele Fragen. Und wir sind ja in Hamburg, also das wissen die Norddeutschen, glaube ich, auch. Wir sind ja auch hier in Hamburg mit der Energieberatung betraut unter den Hamburger Energielotsen. Und es gibt ganz, ganz viele Fragen für die Durchführung des Themas. Was ist wirtschaftlich? Was ist verhältnismäßig? Also so offensichtlich das auch ist, dieses Thema so zu platzieren. Wir werden uns da noch viele Gedanken machen müssen, wie die praktische Umsetzung dazu aussieht. Das muss ich einfach noch mal an der Stelle kurz mit einflechten. Aber Frau Schulze-Fischedick hat noch eine andere Frage gestellt, nämlich welche Lösungen für Abkühlung gibt es für Einzimmerwohnungen, bei denen entsprechend keine Querlüftung möglich ist?
Haben wir da auch schon was rausgefunden? Ja, man muss dann natürlich den Lüftungsquerschnitt erhöhen können. Und wenn man dann volle Fensterflügel öffnen kann, ist natürlich immer auch in den Ballungsräumen ein Problem mit dem Schallschutz nachts. Aber man kann auch einseitig ausgerichtete Wohnungen, wenn man dann entsprechend große Flächen öffnen kann, finde ich ganz gut natürlich belüften. Jennifer Uka hat uns gefragt, wie sieht im Fünfgeschosser der Treppenraum aus? Holz oder Beton? Ja, das ist in Bremen, bauen wir jetzt einen reinen Holzschacht und der wird auch holzsichtig. Der Brandschutz fordert dann bis zur Gebäudeklasse 5, dass wir eine Fläche F90 bekleiden, also entweder die Wand oder die Decke. In Bremen haben wir das jetzt so gelöst, dass wir da Betonfertigteile einhängen. Man hätte aber auch da einen Holztreppenlauf bauen können, den oben mit Naturstein bekleiden und unten mit Gipsfaser F90. Dann wäre das Holz nicht mehr sichtbar, aber die Seitenwände sichtbar in Holz. Und damit hätten wir noch einen höheren Anteil an Holz da drin gehabt. Aber das ist heute durchaus baubar. Ne? Immer in Verbindung mit einem Brandschutzkonzept, weil das natürlich bauordnungsrechtlich noch viele Fragen hat, der Holzbau. Aber mit einem richtigen Brandschutzplaner, Brandschutzprüfer, diese Kombination muss stehen, kriegt man solche Dinge hin. Das war jetzt in Bremen, da im Ellner Hof, das explizite Ziel, ein Holzbauquartier zu machen. Da wurde dann Herr Professor Geburtig aus Weimar als Prüfer gesetzt von der Stadt oder von den Bauherren und der Stadt. Und dann haben wir kompetente Brandschutzplaner, in dem Falle jetzt bei uns das eigene Haus, dann die Konzepte entwickelt und dann kriegt man solche Sachen umgesetzt. Also eine zentrale Frage ist hier noch gekommen, über die wir wahrscheinlich nur ganz kurz uns austauschen können und dann müssen wir mal aus Zeitgründen weitermachen. Thema Kosten. Alles muss bezahlbar sein, schreibt Herr Kostenbader. Wäre ein Kostenvergleich zu konventionellen Bauen interessant? Das können wir natürlich jetzt nicht in aller Tiefe noch beantworten, aber was können wir ihm damit auf den Weg geben? Haben Sie Ideen, Publikationen, wo man sowas nachlesen kann? Ja, also diese Holz-Lehm-Systeme, der Lehmbau ist halt einfach der Kostentreiber im Moment noch. Wir haben das mal am Schumacher-Quartier für den Wohnungsbau, für den Holzbau berechnet. Da haben wir gesehen, den Preisen vor Corona, haben wir mit einem 50% Holzanteil vielleicht so eine Kostensteigerung, die liegt in jedem Falle unter 10%. Und wenn wir so ein richtiges, volles Holzbausystem, wie wir jetzt im Ellner Hof bauen, also wirklich keinen Beton mehr drin haben, dann liegen wir bei 15-18% Mehrkosten. Das deutet so ein bisschen an, wo der Trend hingeht. Wir müssen auf alle Fälle die CO2-Verpreisung auf den Bausektor übertragen. Wir können nicht den Beton immer befreien und den Stahl, die großen Konsumenten, wenn die CO2-Regeln auf die dann eingreifen würden und wir das Holz ein bisschen subventionieren, weil wir eine CO2-Senke bauen, dann sind wir sehr schnell bei einer Kostengleichheit, glaube ich. Und das, also im Moment wird der Beton signifikant subventioniert durch den Staat und das müssen wir dringend verändern nach der Bundestagswahl. Das scheint mir aber auch ein bisschen auf dem Weg zu sein, aber das werden die nächsten Wochen zeigen, wenn wir uns schon über einen Cent beim Sprit streiten, bis aufs Messer, dann weiß ich nicht, was mit den großen Batzen im Bauwesen dann sein wird. Aber das werden wir in Zukunft zeigen. Da bleiben wir wahrscheinlich gemeinsam dran. Wir werden vom IKZB das natürlich auch verfolgen und hoffen darauf in den nächsten Wochen und Monaten nach der Sommerpause, dass wir Ihnen dann auch ganz viele nutzwertige Informationen und Hintergrunddaten dazu geben können. Ja, Herr Professor Roswag-Quinge, ganz herzlichen Dank. Wir konnten nicht alle Fragen jetzt beantworten. Wir können vielleicht nur hoffen, vielleicht, Professor, können Sie noch mal einen Augenblick im Netz gleich in dem Chat noch mal schauen. Da ist schon die ein oder andere Frage drin über die Sinnfälligkeit, Sanierung, CO2-Erzeugung oder im Neubau mit Holz und so weiter, CO2 zu binden. Vielleicht mögen Sie da ja auf das eine oder andere noch eine kurze Antwort geben. Ich danke Ihnen erstmal nach Berlin. Dass Sie sich die Zeit heute haben nehmen können, uns für die Zeit hier zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, das war ein ganz toller Einstieg und freue mich, Sie demnächst auch wieder in einer Veranstaltung vielleicht mit Fragen bombardieren zu dürfen. Herzlichen Dank. Danke sehr. Gutes Leben weiter. Dankeschön. Ja, dann gebe ich jetzt auch gleich das Wort rüber und begrüße in ferner aller Thomas Isselhardt. Hallo, Herr Isselhardt. Ja, hallo, Herr Friemann. Das war doch schon ein sehr spannender Einstieg und viel über Lehm gesprochen haben, glaube ich, kommen wir jetzt zum Stroh. Genau, wir fokussieren auf das Thema Stroh. Herr Roswag hat schon einige Steilvorlagen gegeben.
für Themen und hat ja einen sehr guten Überblick gegeben. Und wir haben hier ganz fokussiert heute mal den Baustoff Stroh und die Hintergründe dazu. Ich gebe mal meine Präsentation hier frei. Ja, wunderbar. Das klappt alles. Dann überlasse ich Ihnen mal das Wort und bleibe ruhig. Sie sehen hier das Ergebnis vorweg. Das ist unser Bürogebäude nach, ich sag mal, 15 Jahren Vorarbeit, Erfahrungen im Strohballenbau, haben wir vor 10 Jahren dieses Thema intensiviert. Und uns hat interessiert, ein Dämmstoff, der bisher noch nicht so wirklich weit entwickelt war, obwohl es eigentlich nicht wirklich ein neuer Weg in der Gebäudedämmung ist. Denn das Thema Stroh, Dämmen mit Stroh, gibt es seit ungefähr 1860, seit erste Ballenpressen entwickelt wurden, in Regionen Nebraska, USA, wo es wenig Holz gab. Und letzten Endes, wir reden über Low-Tech, das ist unser Dämmstoff in Produktion. Also Sie sehen hier die fahrende Fabrik, mehr brauchen wir nicht, um hochwertigste, nachwachsende Rohstoffe zu Dämmstoff umzuwandeln. Das heißt, wir haben hier die volle Produktion und das sind ganz normale Maschinen, die der Landwirt auf dem Acker nebenan sowieso im Betrieb hat. Drecker, Kleinballenpresse und dann wird das Material schlicht zum Dämmstoff gepresst vor Ort. Einsatzgebiet dann eben hocheffiziente Gebäude. Das ist mal ein Schnitt durch unser Bürogebäude. Das war die Aufgabenstellung. Wir sind an unserem Standort, ich sag mal räumlich, ein bisschen beengt worden. Und dann haben wir als ökologisches Zentrum vor 10 Jahren entschieden, wir wollen uns erweitern, wir wollen nachverdichten, wir wollen letzten Endes eine Kaserne, ein Kaserngelände nachnutzen und kamen dann eben auf eine fünfgeschossige Gebäudestruktur, die wir da umsetzen wollten, standen aber forschungstechnisch und genehmigungstechnisch mit dem Dämmstoff, den wir zum Einsatz bringen wollen, noch relativ am Anfang. Es gab zwar schon einige Jahrzehnte Erfahrung, allerdings nur bis maximal 3 Geschosse, also Gebäudeklasse 3, das hatten wir technisch im Griff. Für die Gebäudeklasse 5 fehlten dann die Grundlagen. Und interessant war für uns eben, das mit Low-Tech zu machen. Und Low-Tech ist für uns einfache Funktion, einfache Herstellung, einfache Bedienung. Und dann muss das Ganze robust sein und möglichst wenig Wartungsfolgen haben. Und das ist bei dem Dämmstoff, der ein reiner Dämmstoff ist, letzten Endes gelungen. Wir haben in der Entwicklung dann fokussiert auch, dass wir klimaschutzgerecht bauen. Wir haben hier mit dem Dämmstoff eine optimale CO2-Speicherung beim Wachstum. Wir haben letzten Endes dann die Minimierung bei der Herstellung. Da sage ich nachher noch ein bisschen was im Detail zu. Und wir haben auch die CO2-Vermeidung beim Gebäudebetrieb. Also wir bauen Gebäudehüllen in Passivhausqualität. Damit haben wir dreifachen Klimaschutz und letzten Endes war für uns wichtig, dass wir das Ganze mit nachwachsenden Rohstoffen machen, ohne Flächenkonkurrenz zu Nahrungsmittelpflanzen. Weil wir werden, gerade dann, wenn Rohstoffe knapp ist, in eine Konkurrenz kommen, ob man eben Flächen jetzt nutzt, um schnell wachsende, nachwachsende Rohstoffe anzubauen oder um die Nahrungsmittelproduktion noch aufrechtzuerhalten. Und für uns war Stroh genau deswegen interessant, weil wir gesagt haben, wir wollen eben diese Konkurrenz nicht aufmachen, sondern die Nahrungsmittelproduktion nicht verdrängen und Stroh als Nebenprodukt nutzen und hochwertig aufbereiten. Dann haben wir Baustoffe Stroh, Holz und Lehm. Das sind für uns die wichtigsten Baustoffe hier, die fast unbegrenzt vorhanden sind und eben nachwachsen. Wir haben das auch mal mit dem Fachverband Strohballenbau, der bei uns auch angesiedelt ist, bilanziert und wir könnten für jedes Jahr für 1 Million Einfamilienhäuser genug Stroh generieren aus der landwirtschaftlichen Produktion, um die zu dämmen. Gut, Einfamilienhäuser ist kritisch, es ist nur ein rechnerischer Vergleichswert, aber de facto steht genug Stroh als Baustroh zur Verfügung, um alle Bauaufgaben zu erfüllen. Wir haben dann eben behagliches Raumklima. Und das Ganze ist naturbelassen, also wir haben keine Zusätze, die da eingebaut werden müssen und können das auf Wunsch auch für unsere Bauherren, die ja dann durchaus auch ökologisch nachhaltig denken, in Bioqualität bereitstellen. Die einfache Funktion ist letzten Endes die, wir bauen einen Holzrahmenbau. Das ist eine
ich denke, mittlerweile auch ganz eingeführte Technik. Da haben wir genug Anbieter am Markt, die das können. Und füllen diese Holzrahmenbauelemente schlicht mit unserem Dämmstoffstroh. Das ist eine einfache Herstellung. Das hatte ich schon zum Einstieg gesagt. Das ist die Produktion des Ausgangsmaterials. Und wir haben dann eben die Energiebilanz in einem 3 Jahre dauernden Forschungsentwicklungsvorhaben, was wir vor 10 Jahren gestartet haben, mitbilanziert. Wir haben uns gekümmert, einmal im Vergleich, welche Primärenergiegehalte haben denn Dämmstoffe? Und man sieht, Stroh ist in dieser Liste und Übersicht unschlagbar, was den Primärenergiegehalt angeht, denn ich habe den reinen Dämmstoff, den ich nur noch pressen muss. Mit Maschinentechnik geerntet werden muss sowieso, der ganze Anbau erfolgt sowieso über die Nahrungsmittelproduktion. Und wir sind jetzt im Vergleich zu Polystyrol zum Beispiel als Dämmstoff, haben wir 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wand bei einer Passivhausqualität im Vergleich zu konventionellen Dämmstoffen, die dann bei 345 oder wie auch immer liegen. Da ist auch die Holzweichfaserplatte nicht so ganz optimal, weil sie mehr Herstellungsenergie braucht. Also wir fokussieren auf einen Dämmstoff, der ganz wenig graue Energie beinhaltet und den wir verfügbar haben. Und wir haben dann auch den Primärenergiegehalt des gesamten Wandaufbaus bilanziert, wo eben dann die Holzwerkstoffe dazukommen und unsere Bekleidungen. Zu denen gehe ich nachher nochmal genauer ein. Das ist letzten Endes eine Holzstrohkonstruktion, die mit Lehm verputzt werden kann auf der Innenseite und mit Kalk direkt verputzt wird auf der Außenseite, wo wir unter 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr pro Quadratmeter und Herstellungsenergie sind. Und wir sind bei einer klassischen Wand als Kalksandstein, noch nicht mal Beton angesetzt, mit Wärmedämmverbundsystem bei 400. Also da liegen Welten dazwischen, was die Grundlagen angeht für die Energiebilanz. Damit wir eben dieses 5-geschossige Gebäude erstellen konnten, mussten wir letzten Endes noch ein bisschen weitergehen. Wir wollten auch wissen, was macht das am Effekt aus, weil wir haben ja grundsätzlich keine gesetzliche Regelung, keine Begrenzung, was die Primärenergie angeht, in Baustoffen oder Dämmstoffen. Alle fokussieren nur auf den Verbrauch. Und wir haben mal gerechnet, was denn so ein Gebäude, wenn es konventionell erstellt würde, für einen energetischen Nachteil hat in der Primärenergie. Und haben festgestellt, dass wir letzten Endes 72 Jahre Vorteil haben. Das heißt, durch die gesparte Primär- und Herstellungsenergie dieses Strohwandaufbaus können wir das Gebäude 72 Jahre lang heizen. Das heißt, wir haben in immensen Effekt in dem Bereich graue Energie, der bisher noch vernachlässigt wird. Und es macht irgendwann auch keinen Sinn, mehr noch effizientere Gebäude zu bauen im Bereich, ja, mit viel Technikeinsatz, wenn ich bei der Dämmstoffherstellung schon die ganze Energie verpulvere, die ich in den nächsten Jahrzehnten letzten Endes dann überhaupt nicht mehr wiederbekomme. Das heißt, wir müssen ansetzen bei einem energieeffizienten Dämmstoff, der einfach herzustellen ist und der auch verfügbar ist. Das heißt, das ist für uns Effizienz. Wir haben Nutzen-Aufwand-Verhältnis. Das heißt, wir haben, Low-Tech ist für uns auch geprägt davon, dass man wenig Ressource einsetzt mit großem Hebel, mit großem Effekt. Und Robustheit und Wartung, das ist sicher ein wichtiges Thema. Wir haben letzten Endes die Aufgabe, dass die Dämmstoffe, die wir einsetzen oder die Baukonstruktion, dass sie lange hält. Und da gibt es natürlich das Vorurteil, das war vorhin im Chat in den Fragen auch schon, wie lange halten Konstruktionen, gibt es diese Vorurteile, selbstverständlich gibt es die gerade beim Strohballenbau. Wir werden immer gefragt, wie lange hält die Konstruktion, ist das feuchtetechnisch gut, können wir das brandschutztechnisch im Griff bekommen. Und wenn wir mal gucken, es fragt auch niemand, wie lange hält denn das Polystyrol, also nicht wirklich ernsthaft. Langsam kommen die Zweifel auf. Und wenn wir wissen, in Europa, das älteste strohgedämmte Gebäude hat jetzt 100 Jahre auf dem Buckel und ist unbeschadet, hat diese 100 Jahre überstanden. Das Stroh ist noch goldgelb, das wurde saniert, steht in Frankreich. Niemand kann beweisen, dass die konventionellen Dämmstoffe, die wir hier am Markt haben, überhaupt 100 Jahre halten.
Nur das fragt niemand. Es fragt niemand, ob eine Polystyroldämmung denn überhaupt 100, 150, 200 Jahre halten soll. Wir wissen das von Fachwerkgebäuden, Jahrhunderte alt. Wir wissen es von Lehmbaustoffen und wir wissen es von Stroh immerhin schon 100 Jahre, dass diese Technik funktioniert. Das hilft uns natürlich nichts, wenn wir es im Gebäudeklasse 4 einsetzen wollen, müssen wir uns der deutschen Normung stellen. Und deswegen haben wir mit 7 Partnern 3 Jahre Forschung und Entwicklungsarbeit gemacht, um alle technischen Randbedingungen auch zu überprüfen, um zu zeigen, dass unser Strohballen in der Konstruktion auch dauerhaft funktioniert. Das Forschungsthema war letzten Endes verbunden mit einem kleinen Probegebäude, was wir erstellt haben hier auf dem Standort als Vorläufer. Damit haben wir 2011 begonnen mit hohem Vorfertigungsgrad. Letzten Endes einmal vorgefertigte Wandkonstruktionen mit strohgedämmte Dachkonstruktionen. Das ist ja Standard im Holzrahmenbau, dass wir mit hoher Vorfertigung arbeiten. Wir haben dann dieses Gebäude mit Messtechnik versehen. Wir haben mit den Partnern Einbausituationen überprüft, haben verschiedene Putzmischungen getestet, sowohl hier am Praxisgebäude als auch in der Theorie, und haben dann eigentlich das kritischste Thema für das Strohballenbau, hygrothermische Untersuchungen machen lassen, wo wir an realen Gebäuden, aber auch durch letzten Endes durch Tests und Berechnungen, Abgleich, Grundlagenforschung gemacht haben, sodass man jetzt mit WUFI-Simulationen an jedem Standort in Deutschland rechnen kann, ob eine Strohkonstruktion unter der realen Bewitterung auch dauerhaft Bestand hat. Das ist ein Ergebnis der Forschung gewesen, unter welchen Randbedingungen das funktioniert, also welche Putzmischungen funktionieren. Wir brauchen einen sehr diffusionsoffenen Außenputz auf Kaltbasis, und wir mussten dann auch die entsprechenden Brandschutzqualitäten nachweisen. Das ist was, was ja jetzt mittlerweile über Musterholzbaurichtlinie auch in die Köpfe kommt im mehrgeschossigen Holzbau, dass wir eben uns wegbewegen und nicht nur Feuerwiderstandsklassen erzielen müssen, sondern im mehrgeschossigen Holzbau Gebäudeklasse 4 eben eine Kapselung erreichen müssen, eine K260-Kapselung, das heißt 60 Minuten Vollbrand. Und dann darf hinter unserer Brandschutzbekleidung, in dem Fall unser Putz, keine thermische Zersetzung stattfinden, sowohl beim Holz als auch beim Stroh. Das war Teil der Grundlagenforschung. Wir haben dann belegt über Großbrandversuche und Messreihen, dass wir letzten Endes Stroh durch den einfachen Putz, den wir da aufbringen, brandschutztechnisch kapseln können. Auf der Innenseite hatten wir eine Lehmbauplatte im Test und in Entwicklung. Die hat leider den letzten Test nicht überstanden, weil der im Hängen durchgeführt wird. Da zeige ich gleich noch ein Bild zu. Der Kalkputz hat den Test überstanden und wir konnten damit nachweisen, dass wir die Anforderungen K260, also die Kapselung einer Holzstrohkonstruktion mit einem relativ üblichen Kalkputz erzielen können. Vom Aufbau ist das so, dass die erste Putzschicht auf unserem Probeelement im Liegen aufgebracht wird. So haben wir dann auch die ganze Produktion für unser fünfgeschossiges Gebäude organisiert und das dann mit entsprechender Messtechnik versehen. Dieser Putz bei der MPA in Braunschweig den Test überstehen musste. Man sieht in dem Foto noch den Widerschein des glühenden Feuers aus der Großprüfkammer. Und wir konnten eben belegen, dass dieser Kalkputz über 60 Minuten standhält, ohne dass die Konstruktion dahinter in Gefahr kommt. Das war die Basis, um letzten Endes dieses fünfgeschossige Gebäude mit einem Kalkputz zu versehen. Ist ganz nett, wenn Leute hierher kommen, haben wir manchmal die Frage, wo ist denn hier das Strohballenhaus? Das heißt, wir haben hier ein Gebäude erstellt, was komplett verputzt ist, reiner Holzbau, im Übrigen auch mit Holzdecken, also wirklich eine komplette Holzkonstruktion. Man sieht das Stroh von außen nicht. Und es war uns auch wichtig, dass wir nicht so ganz in der Öko-Ecke sind, sondern dass wir so ein bisschen moderneren Anspruch haben bei der Gestaltung. Und wir wollten eben die Messlatte ein bisschen höher legen, um zu zeigen, 5 Geschosse, das funktioniert, Brandschutztechnik. Und was natürlich toll ist im Fahrwasser, vor 10 Jahren haben die Leute noch kritisch geguckt, kriegen wir das mit dem Brandschutz hin bei unserem kleinen Gebäude,
Und seit wir das in 5 Geschosser nachgewiesen haben, haben wir diese Brandschutzfragen für kleine Projekte überhaupt nicht mehr. Also ich glaube, es ist wichtig, dass sie auch Leuchttürme bauen, um dann zu zeigen, für Gebäudeklasse 3 ist zum Beispiel Strohballenbau überhaupt kein Thema mehr, was die Zulassungen angeht, was die Brandschutzkonzepte angeht, weil sie da Stroh mittlerweile einbauen können, wie jeden anderen zugelassenen Dämmstoff, wenn das Stroh denn als Baustroh zertifiziert ist. Ja, das ist eben nochmal ein Schnitt durch unser Gebäude. Wir haben an der Stelle nochmal den Einbau gezeigt. Auch der Einbau läuft zurzeit noch sehr Low-Tech-mäßig. Also der Einbau läuft im Liegen und letzten Endes noch mit viel Handarbeit. Auf der Homepage des Norddeutschen Zentrums, das ist der Projektname, findet sich auch ein kleiner Link zu einem Film. Da können Sie sich das nochmal genauer angucken. Letzten Endes wird das Stroh einfach im Liegen hier eingebaut, ist vorverdichtet und wird dann nur noch mit Putz bekleidet. Und wir haben, da es noch keine Erfahrung gab, mit dieser starken Putzstärke von 6 cm, die wir am Ende brauchten, um die Tests zu bestehen, eine kleine Probewand gebaut in einer Forschungshalle, die hier zum Projektstandort gehört. Einfach um zu überprüfen, bevor wir in die 5-Geschossigkeit gehen, haben wir denn hier Probleme mit Setzrissen, haben wir Probleme mit der Konstruktion? Denn was ja deutsches Baurecht regelt ganz viel, nur diese Brandschutzversuche, das sind dann maximal so 3 Meter mal 3 Meter Wandflächen. Und da wird getestet, ob der Putz bei den Test übersteht. Aber es ist ungetestet, ob diese Konstruktion überhaupt dann 5 Geschosse tragfähig bleibt. Und das gute Ergebnis ist, dass wir sowohl bei der Probewand Entwarnung geben konnten, die ist 2,5 Geschosse hoch, es gab fast keine Rissbildung, als auch unser 5-Geschosser, der jetzt 2015 fertiggestellt wurde, seit 6 Jahren quasi ohne Rissbildung da steht. Also ist eine sehr solide Konstruktion und wir konnten zeigen, dass Stroh auch als Putzträger geeignet ist, um direkt diese Brandschutzbekleidung zu tragen. Was ein bisschen komplizierter war im ganzen Planungsprozess, deswegen mal als Grafik so ein Grundriss, ist, dass wir beim Holzbau mit der Zellulosedämmung, die wir seit Jahren im Einsatz haben, schon frei waren von irgendeiner Rasterung. Und unser Holzbau wurde dann mit dem neuen Dämmstoff Strohballen wieder zu einem gerasterten Bau. Das heißt, wir haben eigentlich dreidimensional geplant, vorgefertigte Elemente mit den Eckdetails und mussten letzten Endes unsere Holzkonstruktion, damit es von Verarbeitung her nicht zu aufwendig wird, diesem Strohballenraster unterwerfen. Das heißt, eigentlich geben uns die Strohballen sowohl die Wandbreiten vor, als auch vor allem die Wandtiefen. Die Kleinballen sind 36 cm, so kommen die in der Regel aus der Kleinballenpresse. Wir nutzen einfach dieses Maß, das ist dann auch gerade passend, dass wir einen guten Passivhausstandard schaffen. Wir kriegen dann einen U-Wert von 0,15 mit dem Standard-Strohballen, der aus der Kleinpresse kommt. Und wir haben hier beim Kompetenzzentrum, Norddeutsches Zentrum, teilweise noch mittelformatige Ballen. Die ergeben dann eine Ballenstärke von 48 cm. Und diese Ballen werden dann dreidimensional geplant, damit wir die ganze Konstruktion vorfertigen können mit möglichst wenig Verschnitt. Das ist so Stand der Dinge. Wir haben dann alle Details entwickelt, das gehört ja auch dazu. Wir haben manche Übergänge, wo dann ungefähr in 1% des Dämmvolumens sind doch nicht brennbare Baustoffe an Übergängen zum Dach, an neuralgischen Punkten. Das war nicht zu vermeiden. Das war mit den Brandschützern dann irgendwann auch an manchen Punkten am Ende. Da muss man eben verhandeln, das Brandschutzkonzept sehr früh erstellen, damit wir da eine einvernehmliche Lösung erzielen. Und wir mussten eben viele Details entwickeln, Sockeldetail, wie funktioniert das, dass diese Kapselung an der Stelle bis in den Sockel runtergeführt werden kann, ohne dass wir da Probleme bekommen mit Spritzwasser, sowie Deckenanschlüsse, wie können unsere Brettstapeldecken, die dann auch brandschutztechnisch verkleidet wurden, in die Strohballenkonstruktion integriert werden, ohne dass wir die Gefahr von Brandüberschlag haben über die Geschosse. Und in diesen Geschossübergängen gibt es dann in kleinen Bereichen auch mal eine Mineralfaserdämmung, weil wir sonst den Brandschutz nicht hinbekommen haben.
Ansonsten ist die Gesamtkonstruktion ein Holzingenieurbau. Wir haben wegen Zukunftsfähigkeit auch darauf geachtet, dass wir eine möglichst flexible Grundrissgestaltung auf Dauer gewährleisten. Das heißt, es ist im Innern eine Holzskelettkonstruktion. Wir haben auch darauf geachtet, dass wir möglichst wenig Metall in den Verbindungspunkten haben, in der Regel auch nicht sichtbar. Da haben wir ein bisschen mit dem Statikbüro auch gekämpft. Das war Pirmin Jung, die ja sehr holzbauaffin sind. Und die haben wir durchaus, haben wir dann Details miteinander entwickelt, sodass wir auch die Stahlteile im Holzbau reduzieren konnten. Und was wir auch geschafft haben, ist, dass wir letzten Endes Massivholzdecken im Einsatz haben. Und man sieht es hier im Ausschnitt, das ist der Treppenturm und der Aufzugsschacht. Wir haben hier mit Vorfertigung, und das geht mit Beton nicht, also wirklich gebäudehohe Brettsperrholzelemente, die wir dann als Aufzugsschacht und Treppenturm hier zum Einsatz bringen konnten. Das heißt, wir haben es durchgesetzt, dass wir, und das immerhin genehmigungstechnisch schon 8 Jahre zurück, dass wir einen Massivholz-Treppenturm für ein Gebäude der Gebäudeklasse 4 zum Einsatz bringen konnten. Damals nicht verhandelbar war, dass wir das Holz sichtbar lassen. Also wir hatten dann eben bei der Erstellung des Konzeptes den innovativen Dämmstoff Stroh. Und dann war irgendwann auch Ende der Fahnenstange, was die, ich sag mal, Zugeständnisse beim Brandschutz anging. Heute würden wir wahrscheinlich auch einzelne Flächen sichtbar bekommen bei den Massivholzdecken und bei den Massivholzwänden im Treppenturm. Damals Stand war, dass wir die brandschutztechnisch noch kapseln müssen. Also die haben alle eine Gipsfaserplattenbekleidung bekommen. Beim Treppenlauf war dann auch Ende. Die sind aus Beton. Die wurden aus Beton eingehängt. Wir haben aber immerhin es geschafft, dass der überwiegende Teil der Gesamtkonstruktion ein reiner Holzbau geworden ist. Wir haben dann nach außen letzten Endes auch einen Putzträger in der Zulassung, der nachwachsend ist, also ein Schilfrohr. Der Putz muss ja in den Holzbereichen einen Putzträger bekommen. Das heißt, man sieht hier die erste Putzlage des Gebäudes. Stroh ist direkt Putzträger. Das heißt, die erste Putzschicht wird ins Stroh im Liegen aufgebracht und einmassiert. Das heißt, die Elemente kommen vorgefertigt auf die Baustelle. Dort wird dann über die Holzbauteile im Bereich der Schwellen, Rehme und der Ständer ein Schilfrohr aufgebracht als Putzträger. Und dann wird darauf die Gesamtputzschicht aufgebracht, sodass wir insgesamt einen relativ einfachen Aufbau haben. Auch hier einen nachwachsenden Rohstoff als Putzträger, sodass die Bekleidung dann auch von der Ökobilanz ganz gut dasteht. Ja, wir haben dann nochmal das Gebäude im Anschnitt und ich sage noch was dazu zur Gebäudetechnik. Das ist nicht mein Schwerpunktthema, aber ich glaube, das ist ganz gut, nochmal zu sagen, um was geht's denn? Wie können wir das im Gesamtkonzept einbinden? Also wir haben durchaus Lüftungstechnik im Gebäude. Das ist erforderlich für ein Passivhaus. Von der Nutzung ist es so, dass wir davon ausgehen, dass im Bürogebäude kann man noch lüften. Im Wohnungsbau halte ich das eher für schwierig. Wir sehen aber, dass eine Lüftungstechnik durchaus kein Hightech ist, sondern dass man das durchaus gut im Griff hat. Aufs Dach ist dann auch noch eine Photovoltaik gekommen, die aber nicht von unten sichtbar ist. Nicht, weil die Architekten das nicht wollten, sondern weil die Bauordnung irgendwie die Gestaltung beeinträchtigt sah, wenn man da noch so aufgeständerte Photovoltaikelemente hätte sehen können. Heutzutage kein Problem mehr. Alle Gebäude, die wir bauen im Wohnungsbau, sind Effizienzhaus 40+ und haben alle ihre Photovoltaik auf dem Dach. Und zur Heizungstechnik ist es so, wenn wir so einen guten Dämmstandard bauen, haben wir fast keine Heizleistung mehr. Da können wir eigentlich heiztechnisch machen, was wir wollen. Da würde auch eine Gastherme die Ökobilanz nicht zerhageln. Wir haben an der Stelle aber was Innovatives bauen lassen, haben eine Wärmepumpe mit Eisspeicherheizung. Das heißt, wir nutzen die Wärme aus dem Erdreich. Und das rundet dann hier das Gesamtkonzept ab, wäre aber überhaupt nicht erforderlich, wenn man das mal ernsthaft bilanziert, weil wir nur noch so wenig Heizenergie brauchen,
dass das fast nicht mehr relevant ist. Wir kommunizieren nach außen und dem Bauherrn gegenüber auch nicht den Energieverbrauch in Kilowattstunden, sondern eigentlich in Euro pro Quadratmeter und Jahr. Und wir liegen hier bei dem Gebäude bei unter einem Euro pro Quadratmeter und Jahr an Heizenergie. Das ist so der Standard, den wir bauen, um den 1 Euro pro Quadratmeter und Jahr, weil unsere Kunden interessiert ja weniger die Kilowattstunden, sondern das, was am Ende im Geldbeutel passiert, sodass das sicher auch ein Argument ist. Und dafür ist eben diese Strohkonstruktion absolut tauglich. Das war mein Input. Jetzt bin ich gespannt auf Fragen. Ja. Herzlichen Dank erstmal an der Stelle. Und jetzt sage ich auch meiner Regie, die Fragen habe ich jetzt auch bekommen. Wunderbar. Sonst hätten wir gleich ein bisschen anders vorgehen müssen. Aber das hat geklappt. Ich merke nur, wir haben rege Beteiligung im Chat. Da wird eine Menge diskutiert über Umgang mit Stroh und so weiter. Und dann ist es gar nicht so einfach für mich, die Fragen im Chat noch im Kopf zu behalten, weil die ja dann ganz schnell auch sozusagen nach oben verschwinden. Ich glaube, das wissen auch alle. Ja, vielleicht gehen wir mal kurz die Fragen durch und auch Kommentare. Feedback beispielsweise schreibt uns Rolf Kellner gerade, mehr Familienhäuserbeispiele brauchen wir. Der Bürobau ist die richtige Spur. Vielen Dank. Ich glaube, da haben Sie sehr spannende Themen angesprochen. Wäre Stroh auch zum Dämmen eines Mehrfamilienhauses in Berlin geeignet, wird gefragt. Wie dick wäre dann die zusätzliche Wandstärke? Ja, ja, letzten Endes selbstverständlich. Wir haben auch Mehrfamilienhäuser gebaut, nur nicht diese Größenordnung. Wir haben mittlerweile Stroh auch als Einblasdämmung. Sie bekommen Stroh mittlerweile auch mit Zulassung als Ersatz für Zellulosedämmung. Wir finden es spannender, die verputzte Variante, weil dann das Stroh auch gleichzeitig die Funktion Putzträger liefert. Selbstverständlich im Bürogebäude, also bis Gebäudeklasse, was im Bürogebäude geht, geht im Wohngebäude selbstverständlich auch. Bis Gebäudeklasse 3 bekommen Sie Stroh mit einer ganz normalen Zulassung. Sie brauchen keine Zustimmung im Einzelfall. Alles, was über 3 Geschosse, also über Gebäudeklasse 3 hinausgeht, ab Gebäudeklasse 4 wird es ein bisschen komplizierter. Dann müssen Sie in der Regel noch eine Zustimmung im Einzelfall beantragen. Von den Wandstärken ist es so, dadurch, dass wir einen sehr homogenen Aufbau haben, wir sind jetzt hier bei etwa 40 cm Gesamtwandaufbau, weil wir ja die Dämmung in die Holzkonstruktion integriert haben. Und wenn Sie ein ganz normales Gebäude haben mit irgendwie tragendem Mauerwerk 24 cm und Ihre üblichen Polystyrol Dämmstärken da drauf bringen, um diesen Effizienzhaus 40 oder 40 plus Standard zu schaffen, dann werden Sie mit unserer Konstruktionssatz sicher nicht dicker sein. Eine kritische Frage kommt von Frau Dr. Heide Schuster. Mich würde interessieren, ich zitiere mal, ob wir tatsächlich genug Stroh haben, nachdem es zumindest bei uns in der Gegend ausschließlich als Einstreu in der Tierhaltung genutzt wird. Mir ist schon zu Ohren gekommen, dass Stroh aus China importiert wird. Ja, also da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Da sind wir mit dem Fachverband Strohballenbau auch versuchen, das ist ein kleiner Fachverband, natürlich keine starke Lobby dran, dass die ganzen Ideen, Stroh thermisch zu verwerten, so wie das ja beim Holz auch ist, diese Tendenz, die müssen natürlich unterbunden werden. Wir müssen das vorhandene Stroh, was grundsätzlich vom Potenzial da ist, dann auch stofflich nutzen. Und ansonsten, wenn man in die Konkurrenz geht zur thermischen Nutzung, so wie beim Holz auch, könnte Stroh auch knapp werden. Es ist eher die Situation die, das ist ja eine Frage der Landwirtschaft, dass die meisten Tiere eben nicht mehr auf Stroh stehen, sondern auf Spaltenböden. Und wir haben ja insgesamt, Herr Rosberg hat ja auch schon die Bezüge hergestellt, wir brauchen insgesamt auch eine nachhaltige Landwirtschaft. Die Frage ist, wie viele Tiere brauchen wir in welcher Haltung? Und ja, ich würde sagen, es ist, was ich dargestellt habe, ist das Potenzial, was wir haben. Und wir müssen immer gucken, wird das Potenzial dann nicht anderweitig abgegriffen, ich sage mal, für minderwertigere Zwecke. Was wir sagen können, ist, das Stroh ist nach der Nutzung, im Prinzip muss man nur die Putzschicht abnehmen, außen Kalkputz, innen Lehmputz, die haben ja auch keine Schadstoffe. Und könnte dann das komplett wieder der landwirtschaftlichen Produktion zufügen. Also man nimmt es nur ein paar Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte aus dem Zyklus raus.
Wie sieht es mit dem Schutz vor Ungeziefer aus, Mäuse und so weiter? Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, weil die ja immer nur bei den nachwachsenden Rohstoffen kommt. Und das hat mir auch bei der Zellulose vor 20 Jahren oder vor 30, als wir damit begonnen haben, immer das Imageproblem der nachwachsenden und der Ökobaustoffe, wo gehen die Mäuse denn rein? Da habe ich eine ganz einfache Antwort zu. Es gab mal eine Untersuchung von über 20 Jahren, wo geht die Maus am liebsten rein? Nämlich in die gelbe Mineralwolle, weil es da sehr kuschelig ist. Die ist auch nicht so dicht gepresst. Ich würde nicht beschwören, dass, wenn Sie im Altbau irgendwann in 30, 40, 50 Jahren eine Strohballenkonstruktion haben, dass die Putzschichten vielleicht doch mal ein Loch bekommen und man dann eine Maus hat und findet. Die Maus frisst aber kein Stroh, sondern das wäre so eine Niststätte, so wie jeder andere Hohlraum auch. Also wer Angst vor Mäusen hatte, sollte zuallererst mal die gelbe Mineralwolle weglassen, weil da lebt die Maus am liebsten. Das ist meine Antwort dazu und ich glaube, das zeigt so ein bisschen das Denken, weil wir mit den ökologischen Baustoffen mit diesen Fragen konfrontiert werden, die konventionellen überhaupt nicht gestellt bekommen. Ich habe noch eine zweite Frage zu den Mäusen und zwar zu denen, die sie im Portemonnaie haben. Es geht um Förderung und es wird gefragt, wird Dämmen mit Stroh auch bereits gefördert? Und falls nicht, wie bekommen wir das schnell hin? Fragt uns Carla Schulze, Fischetik. Wie ist das in Niedersachsen bei Ihnen? Es gab eine Zeit, wo die FNR insgesamt nachwachsende Rohstoffe gefördert hat. Die effektivste Förderung, wenn wir einfach wirklich eine angemessene CO2-Besteuerung da wären, dann wäre der Dämmstoff sehr schnell billiger als die viel Herstellungsenergie brauchen. Wir haben ja im Bereich der konventionellen Dämmstoffe jetzt eine große Preisentwicklung, so auch durch die Knappheit und durch die Energie, die da drin steckt. Es gibt keine Förderung und ich sehe auch nicht, dass wir einen schnellen, direkten Weg dahin bekommen. Das heißt, wir sind immer noch ein bisschen im Nachteil, so ähnlich wie mit der Holzkonstruktion, hat Kollege Roswack ja auch gesagt, wir haben, Beton ist subventioniert, die Energie ist noch zu günstig für die Herstellung von ich sag mal, Großproduktion und wir bräuchten nur eine CO2-Bilanzierung, die fair ist und die das angemessen regelt, dann hätten wir sofort das Stroh als wirtschaftlichsten Dämmstoff. Ja, wir haben natürlich noch eine ganze Menge weitere Fragen, meine Damen und Herren. Die können wir alle jetzt der Kürze gar nicht beantworten. Ich hoffe darauf, dass uns Herr Isselhardt die gleich im Anschluss vielleicht nochmal mit der einen oder anderen Antwort im Chat noch begegnen kann. An der Stelle auch herzlichen Dank nochmal an Professor Roswar Klinge, den ich auch immer wieder sehe, der zwischendurch Fragen im Netz noch mit beantwortet. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal an Sie. Grüße nach Pferden an der Aller und viel Erfolg weiterhin bei dem Bauen mit Stroh. Ja, danke schön. Wir bleiben beim Thema, aber kommen zu einem etwas anderen Bereich. Und jetzt freue ich mich in Lübeck, Andreas Turms von Valox ganz herzlich begrüßen zu können, weil das Thema Lüftung ist ja auch immer wieder angesprochen worden. Und Herr Turms, wir wollen mit Ihnen sprechen und nicht nur über Sie, also über die Lüftung. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute mit dabei sind und wir von Ihnen einen Blick aufs Ganze bekommen. Ja, Herr Friemert, vielen Dank für die Einladung. Ich würde einmal kurz meine Präsentation freigeben, einen kleinen Moment. Jetzt müsste das. Das sieht gut aus. Perfekt. Sie haben das Wort, bitteschön. Ja, vielen Dank. So, wir kommen aus Lübeck. Vielleicht kurz zu meiner Person. Herr Turms, wir sehen jetzt leider nur die Referentenansicht. Können Sie über die Anzeigeneinstellung oben die tauschen? Über die Anzeigeneinstellung. Genau, ganz oben in der Leiste Anzeigeneinstellung. Ah ja, Anzeigeneinstellung und dann Bildschirm. Und dann vertauschen. Jetzt müsste besser sein. Ja, jetzt passt es. Vielen Dank. Die Technik funktioniert wunderbar. Gut, also ich hoffe, man kann mich auch gut hören und jetzt auch meine Präsentation sehen. Wie gesagt, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Andreas Turms. Ich bin hier Planerberater von der Firma Valox im Bereich Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und möchte Ihnen heute ein bisschen was zum Thema Low-Tech, weniger ist mehr, im Bereich der Wohnraumlüftung erzählen. Ich muss zugeben, als mich der Herr Friemert vor einigen Wochen gefragt hat und eingeladen hat, heute hier teilzunehmen, war ich erst ein bisschen
überrascht, weil ich jetzt nicht unbedingt im ersten Step das Thema Low-Tech mit der Wohnraumlüftung in Verbindung gebracht habe. Aber umso spannender finde ich das, auch was meine beiden Vorredner gesagt haben, jetzt mal das ganze Thema im Gesamten zu sehen, also das Thema Gebäude und das Thema Technik fürs Gebäude, finde ich, ist ein spannendes Thema. Und ich hoffe, ich kann Ihnen da heute ein paar Ansätze und ein paar Dinge näher bringen. Fangen wir einfach mal an. Ich würde Ihnen gerne mal vier Lüftungssysteme vorstellen, die momentan überwiegend verbaut werden, dass wir erstmal ein bisschen sehen, was ist denn Stand der Lüftungstechnik heute, die überwiegend, es gibt natürlich auch immer noch andere Systeme, aber die überwiegend eingebaut werden. Fangen wir an mit der klassischen Abluftanlage, ist natürlich überwiegend im Geschosswohnungsbau momentan im Einsatz. Ich habe Ihnen mal ein paar Punkte dazu aufgeschrieben zu jedem Lüftungssystem. Also Luftqualität, klar, wir reden hier irgendwo, um den Feuchteschutz sicherzustellen, gehen hier in der Regel nach der DIN 18.017 Teil 3 vor, also die Entlüftung der innenliegenden Bäder und Toiletten, wo ich dann dementsprechend entweder einen zentralen Abluftventilator auf dem Dach habe oder dann auch über die einzelnen Geräte in den jeweiligen, wie gesagt, Bädern und Toiletten, die Luft dementsprechend abziehe, verschiedenstartig gesteuert, ob jetzt Nachlauf oder Feuchte geführt, wie auch immer. Die Nachströmung erfolgt in der Regel über Fassadenelemente, sogenannte AEDs oder Fensterfalz, je nachdem, welches Luftvolumen man ansetzt. Installation und Montage ist natürlich sehr einfach. Ich habe natürlich nur diesen einen Ventilator in der Wohnung oder diesen zentralen eben in diesem Gebäude. Brauche sonst keinerlei Rohrnetz in der Wohnung. Fensterfalz sind einfach zu montieren. Habe natürlich auch dann die Schallquelle in dem sogenannten untergeordneten Raum, also dann dementsprechend natürlich im Bad. Habe aber keine Wärmerückgewinnung. Also somit lasse ich quasi die Luft in dem Temperaturbereich, wie sie außen vorherrscht, dann dementsprechend einströmen. Und dementsprechend ist die Energieeffizienz, was das Thema Lüftung angeht, hier natürlich gleich null. Wenn wir uns die zweite Möglichkeit anschauen, wäre dann eben die sogenannte dezentrale Lüftungsvariante mit Wärmerückgewinnung. Hier bewege ich mich im Bereich des Feuchteschutzes und der reduzierten Lüftung normalerweise. Ich würde also auch irgendwo das Thema Gebäudeschutz irgendwo im Fokus gesehen. Beim Einbau ist es ein bisschen aufwendiger als bei der Abluftanlage. Ich habe dementsprechend in den Räumen, wo ich diese Technik einsetze, eine Kernlochbohrung. Es ist trotzdem eine relativ einfache Montage. Ich kann auch das in der Regel mit Abluftventilatoren kombinieren. Also Ablufträume werden mit Abluftventilatoren gebaut und die Zulufträume dementsprechend mit diesen Pendellüftern werden Rückgewinnung. Hier sind keine Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Ich habe natürlich eine gewisse Schallquelle in den untergeordneten Räumen, aber natürlich auch in den Wohnräumen. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Habe dafür aber hier eine Wärmerückgewinnung. Und kann dementsprechend auch eine KfW-Förderung in Anspruch nehmen. Bei der dritten Möglichkeit, das ist eben so mal so die klassische Einfamilienhausgeschichte, ist eine wohnungszentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Hier wird das Thema Nennlüftung sichergestellt. Intensivlüftung kann man machen, kann man aber auch über Fensterlüftung dementsprechend dann noch gewährleisten, ist nicht zwingende DIN vorgeschrieben. Also hier decke ich quasi letztendlich den Feuchteschutz ab und natürlich auch das Thema Qualität, also das Thema Hygiene, hygienischer Mindestluftwechsel eben sichergestellt über die Nennlüftung. Ich habe hier eine Filterung der Außenluft durch normalerweise 2G4 und 1F7-Filter, das sind die alten Bezeichnungen. Ich habe keine Zugerscheinungen wie bei dem Thema Abluft, weil ich eben eine Vorwärmung der Zuluft habe durch entweder technisch, wenn ich das möchte, oder auf jeden Fall durch die Wärmerückgewinnung. Ich habe eine sehr gute Raumdurchströmung und kann, dazu komme ich später nochmal, die Anlage auch bedarfsgeführt und letztendlich vollautomatisch, nutzerabhängig laufen lassen. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Das haben ja meine beiden Vorredner auch schon gesagt, dass man das Thema
Sensorik und nutzergeführt oder bedarfsgeführt, glaube ich, sehr in den Vordergrund rücken muss. Ich habe natürlich einen gewissen Montageaufwand, ich habe natürlich eine gewisse Rohr, Leitungsverlegung, die ich haben muss. Dementsprechend ist eine gewisse Vorplanung nötig. Das erfordert natürlich auch dann gewisse bauliche erforderliche Maßnahmen. Ich brauche in der Regel aber keine Brandschutzmaßnahmen erfüllen. Zum Thema Schall ist es so, dass ich normalerweise dass die Geräte in den Technikraum oder HWR oder Abstellraum platzieren sollte. Somit habe ich also eine sehr geringe bis keine Schallquelle in der Wohnung. Bei kleineren Wohnungen kann es auch mal sein, dass die letztendlich im Küchenbereich integriert werden oder im Bad über abgehängte Decke. Wenn ich also Deckengeräte nehme, dann habe ich natürlich auch da eine geringe Schallquelle im Nutzraum. Das muss man dementsprechend dann natürlich im Vorfeld planerisch gut ja, berücksichtigen, dass dann keine Reklamationen später erfolgen. Und zum Thema Ventil, Schall am Ventil habe ich also Schalldämpfer hier, dass ich hier also eine sehr gute Schalldämmung habe. Ich habe natürlich eine relativ hohe Energieeffizienz durch eine hohe Wärmerückgewinnung und auch diese Geräte oder diese Technik ist natürlich bei der KfW durch Förderanträge förderfähig. Als letzter Punkt oder als letzte Möglichkeit ist natürlich die gebäudezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung noch eine Möglichkeit. Im Endeffekt habe ich hier die gleichen Argumente bei der Luftqualität. Auch hier kann ich dann über Volumenstromregler oder über unsere Flatboxen dementsprechend jede einzelne Wohnungseinheit separat regeln, dass also jeder Nutzer das dementsprechend einstellen kann und auch dementsprechend über Sensorik das auch automatisch passiert. Bei der Installation und Montage ist natürlich zu berücksichtigen, ich habe hier einen deutlich höheren Installations- und Montageaufwand. Ich brauche natürlich auch hier gewisse größere Anforderungen ans Gebäude. Ich habe Brandschutzmaßnahmen, die ich einhalten muss. Dafür ist der Vorteil, dass natürlich das Zentralgerät im sogenannten Facility Management Bereich steht, also nicht in der Wohnung ist. Das heißt, Wartung, Filterwechsel passiert also ohne, dass der Nutzer dadurch involviert werden muss. Und natürlich ist auch das Thema Schall und das Thema Platzbedarf in den jeweiligen Wohnungen dementsprechend geringer. Das ist ein großer Vorteil bei dieser gebäudezentralen Variante. Ich sagte es bereits, Schall, ich habe dementsprechend den Schall außerhalb der Wohnräume, was die Gerättechnik angeht. Und auch hier habe ich natürlich eine hohe Wärmerückgewinnung. Und auch diese Anlagen sind generell KfW-förderfähig. Jetzt gibt es noch eine Mischung. Letztendlich hat die DIN letztes Jahr oder vor 2,5 Jahren durch die Novellierung den Einsatz sogenannter Hybridanlagen also auch möglich gemacht. Das heißt, Sie können jetzt verschiedene Systeme in einer Wohnung dementsprechend kombinieren. Das ist jetzt möglich, dezentral, wohnungszentral, mit Abluft, mit Fensterlüftung, können Sie alles irgendwie kombinieren. Das ist auch möglich und somit hat man auch da dementsprechend weitere Möglichkeiten, projektbezogen das System einzubauen und die Systeme zu kombinieren, die für das Projekt dann einfach am sinnvollsten sind. Kommen wir zu der Frage Low-Tech. Was heißt Low-Tech eigentlich? Ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Thema vorher nie so wirklich beschäftigt, weil in der Regel wird ja der Lüftungstechnik immer das Gegenteil vorgeworfen. Heißt ja immer, ihr seid immer so technisch und wozu brauche ich Lüftung? Das ist ja alles überhaupt nicht notwendig. Ich habe mich da mal im Internet ein bisschen schlau gelesen, habe da eine Beschreibung gefunden im Forum Verlag, was ein Low-Tech-Gebäude nach deren Ansicht ist. Und das fand ich ganz interessant, weil man ja immer denkt, Low-Tech ist letztendlich so ein bisschen wie beim Auto früher, also keine Fensterheber, sondern die Fensterkurbel. Dem ist es nicht so. Also hier wird ganz klar beschrieben, dass das Gebäude trotz allem hocheffizient ist, dass die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt werden sollen, letztendlich im Sommer wie im Winter mit allen Herausforderungen, die es gibt, nicht nur was das Thema Lüftung angeht. Dass es natürlich ressourcenschonend ist, das haben wir gerade gesehen, das fand ich auch sehr wichtig, weil ich denke, dass man das ganze Projekt eines Bauvorhabens oder auch einer Sanierung immer komplett betrachten sollte und nicht die einzelnen Gewerke im Vordergrund sieht.
Jetzt für meine Position fand ich natürlich den letzten Punkt hier auf dieser Seite ganz, ganz interessant. Also die Baukonstruktion muss die Wertigkeitsanforderungen erfüllen, hoher thermischer Komfort, beste Luftqualität und hoher Tageslichtanteil. Das finde ich ist eine interessante Verbindung zwischen Low-Tech und dieser doch relativ hohen Anforderungen. Und ich finde immer, dass es, wie gesagt, dass es immer eine sehr gute Symbiose ist zwischen der Architektur und der TGA und natürlich auch mit welchen Materialien ich baue, um da letztendlich ein sehr gutes Gesamtergebnis zu realisieren. Und Entschuldigung, jetzt bin ich hier. Und natürlich ist auch das Thema Wartung und Sanierung, das haben wir auch schon gehört, ein wichtiger Punkt, dass man eben nicht, wenn ein Teil kaputt geht, das ganze System austauschen muss, sondern wirklich dann das austauscht, was letztendlich kaputt geht oder das, was man vielleicht auch reparieren kann. Sehr interessant fand ich auch den Hinweis dazu, dass man also bei der Konstruktion, dass letztendlich Architekten und Planer, da ist schon diese Symbiose hergestellt, also nicht nur der eine oder der andere, sondern wirklich beide Bereiche natürlich die normativen und gesetzlichen Vorschriften erfüllen müssen, aber dass eben auch dieses, wie es hier geschrieben ist, ein weiter gefasster Ansatz erfordert. Also dieses vielleicht nur um die Ecke denken oder dieses auch gemeinsam etwas zu erarbeiten und eben nicht jeder macht sein Ding und zieht irgendwo nur seinen Fokus und hat vielleicht wenig Verständnis für die Bedürfnisse und für die Ansätze des anderen. Das fand ich jetzt zum Thema Low-Tech und der Kombination ein sehr interessantes und sehr spannenden Ansatz. Wenn man sich mal anschaut, wie der Anteil ist zwischen der dezentralen Lüftungsgeräte, der zentralen Lüftungsgeräte und der Wohnheiten ohne KWL, da ist, glaube ich, jetzt auch hier das Thema also mit Abluft geplant, sieht man, dass wir hier also noch deutlich Luft nach oben haben, was das Thema Wärmerückgewinnung angeht. Also man sieht, der Großteil, auch wenn die Zahlen hier 2018 aufhören, die Tendenz ist gleich geblieben und sogar leicht gestiegen. Man sieht, dass man also hier einen sehr großen Anteil hat von Wohneinheiten, die also ohne Wärmerückgewinnung gebaut werden und einen im Verhältnis dazu doch, ich sag mal, sehr überschaubaren Anteil, was die Technik angeht, an Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung. Jetzt ist natürlich die Frage, wo stehen wir 2021, also wo stehen wir heute? Man kann ganz klar sagen, ich kann es, wie gesagt, vor allem jetzt für den Bereich Norddeutschland sprechen, aber das wird sich wahrscheinlich auf ganz Deutschland irgendwo übertragen. Momentan ist es so, dass wir reden jetzt hier vom Geschosswohnungsbau, muss ich dazu sagen, dass wir natürlich bei Neubauprojekten häufig einen Bau vorfinden, wo eben das Thema Lüftung vernachlässigt wird, also wo entweder ganz ohne gebaut wird oder mit reinen Abluftanlagen. Das ist meiner Ansicht nach vor allem an der mangelnden Akzeptanz auf der Bauherren-Nutzerseite, aber auch durch Unsicherheiten bei Planern, Architekten und Fachhandwerkern, welche Lösung man wirklich einbauen kann oder welche Lösung sinnvoll ist oder welche Lösung überhaupt möglich ist. Und dass dann dementsprechend oft das Thema Lüftung mit Wärmerückgewinnung am Ende so ein bisschen unter den Tisch fällt. Da kommen dann die wildesten Argumente, es ist zu teuer, es ist kein Platz, es macht keinen Sinn, es ist keine Effizienz und, und. Wo ich mir manchmal denke, ja, das mag hier und da mal richtig sein, aber in der Regel glaube ich, wenn man nämlich diesen Punkt hier verändert, dass man einfach den TGA-Fachplaner früher zusammen mit dem Architekten in das Projekt einbindet und eben, da wiederhole ich mich jetzt, das Gesamt als Gesamtprojekt sieht. Und ich fand jetzt die beiden Vorträge, die wir jetzt gerade eben gehört haben, sehr spannend, was das Thema Gebäudeerstellung angeht und das Thema Ressourcen fürs Gebäude. Wir haben das Problem, dass wir nicht unendlich Ressourcen haben. Und ich finde, dass man das Ganze, wenn man das jetzt, das Thema, wie baue ich ein Gebäude und wie bringe ich es technisch auf den aktuellen Stand, wie kann ich es für das Gebäude und vor allem auch für den Nutzer sinnvoll gestalten, dann muss man einfach diese Themen viel früher zusammenbringen. Und eben nicht erst sagen, erst macht der eine das und dann macht es der andere. Und dann gibt es oft keinen Weg mehr vor oder zurück. Denn momentan ist es so, dass der Fokus ganz oft aufs Gebäude erst gerichtet ist und auf die Heizung. Man macht sich unheimlich viel Gedanken,
Wie bekomme ich mein Gebäude möglichst dicht mit guten U-Werten, was ja auch völlig vernünftig und richtig ist? Unabhängig davon, wie man das baut, das will ich jetzt gar nicht in der Tiefe, da für mich der falsche Ansprechpartner jetzt bewerten. Man macht sich wahnsinnig viel Gedanken über das Thema Heizung, also welches Heizungssystem nehme ich, weg von fossilen Brennstoffen hin zu alternativen Möglichkeiten. Und dann macht man sich keine Gedanken zum Thema Lüftung, weil das dann immer so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich finde, dass das Thema Lüftung zu einem intelligenten und Gebäude von heute dazugehört, wenn man es einfach rechtzeitig mit einbringt und dann letztendlich alle Argumente und alle Dinge, die man so findet, auch dann mit bewertet als gemeinsames Projekt in der Gesamtheit. Dazu kommt auch noch ein bisschen das Thema, dass dann, wenn Lüftungsanlagen eingebaut werden, auch die zum Teil ja mit einer schlechten Dokumentation oder mit einer schlechten Übergabe an den Nutzer, vor allem sind es die Mieter, übergeben werden, sodass dann oft die Leute gar nicht wissen, was macht diese Anlage eigentlich, was kann diese Anlage eigentlich oder was muss der Nutzer nicht mehr machen. Und dann werden Dinge oft auch versprochen, die dann nicht eintreten, weil der größte Hebel, den wir alle nicht beeinflussen können, ist nun mal der Mensch, der in dieser Wohnung, der in diesem Haus wohnt. Denn wenn er Dinge nicht weiß, dann kann er Dinge auch nicht richtig machen oder er macht sie vielleicht unbewusst falsch. Und dann werden oft vielleicht Versprechungen, die gemacht werden, die können nicht eingehalten werden. Wie zum Thema eine Heizkostenersparnis, wenn ich trotzdem noch meine Fenster im Winter früh aufreiße, weil ich meine, ich muss lüften, dann wird dieser Punkt dementsprechend nicht eintreten. Wir erkennen aber auch, dass wir im Einfamilienhausbereich einen deutlichen Zuwachs im Bereich Lüftung mit Wärmerückgewinnung haben, weil dort eben sich in der Regel die zukünftigen Hausbesitzer natürlich durch die ganzen Möglichkeiten, die sie haben, sich sehr schlau lesen, sich sehr schlau machen über Energieberater, über Verbraucherzentrale etc. pp. Und dort eben genau wissen, was sie möchten. Das ist ja nicht nur bei Lüftungsanlagen so, es ist ja auch in dem Sinne zum Thema KfW-Förderung, effiziente Haustechnik, effiziente Dämmung und was auch immer. Das erkennt man. Der Mieter oder auch vielleicht der Wohnungskäufer hat zum Teil diese Möglichkeiten nicht oder hat auch nicht dieses Interesse, sich da schlau zu machen. Vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb zum Thema jetzt, ich sage jetzt mal Nicht-Wohngebäude, also Schulen, Kindergärten, Bürogebäude. Da muss ich sagen, also ich habe selber 4 Kinder und bin auch in der Schule ein bisschen aktiv und da ist so mein Eindruck der letzten 1,5 Jahre. Ich möchte gar nicht groß auf Corona rumreiten, weil das ist, finde ich, immer so ein momentanes Thema. Aber man sieht, dass das Thema Lüftung, gerade jetzt an Schulen und Kindergärten, aber auch im Bürogebäude, es wird viel darüber gesprochen. Viele sehen letztendlich auch irgendwo, ja, muss man was tun, aber es wird relativ wenig getan, weil man einfach diese Einsicht da nicht so wirklich hat, etwas tun zu müssen. Und gerade wenn ich das Thema Schulen angehe, dass wir dort eine zum Teil für die Kinder zum Thema CO2-Wert, also PPM-Wert, unzumutbare Situation haben. Das haben wir nicht erst seit Corona, das ist in den letzten 20 Jahren so. Aber da wird halt, finde ich, relativ wenig gemacht. Und da sieht man auch so ein bisschen das Thema Lüftung hat nicht unbedingt jetzt den größten oder höchsten Stellenwert. Genau. Was kann man tun? Also wie kann man es verändern? Ich sagte es bereits, ich finde, in der Planung sollte man also schon in der frühen Planungsphase die Architektur und TGA zusammenführen, dass man eben dementsprechend eine Gesamtbetrachtung für das Projekt findet und dann auch sinnvolle und auch bezahlbare Möglichkeiten letztendlich erarbeitet. Was ist der Nutzen des Gebäudes? Wie soll es betrieben werden? Was ist der Anspruch? Wie wird das Gebäude gebaut? Welche Produkte oder welche Rohstoffe kommen zum Einsatz? Was wird benötigt? Und da würde ich dann in der Gesamtkonstellation den idealen Einsatz aller Techniken und aller Rohstoffe auch zu finden. Wenn dann eine Anlage verbaut ist und da bin ich, also das ist für mich das Nonplusultra. Dann macht es keinen Sinn, die Anlage dem Nutzer quasi in der Bedarfsführung zu überlassen, weil dafür hat er keine Nerven und keine Zeit. Letztendlich muss das, und das ist für mich kein Hightech, sondern das ist für mich eher
ja, auch kein Low-Tech, sondern es ist für mich eine unabdingbare Bedingung, dass dann letztendlich die Sensorik der Anlagen so eingestellt sind und überhaupt die Sensorik da ist, dass sie also durch CO2-Fühler, durch Feuchtefühler bedarfsgeführt laufen, um eben nicht eine zu hohe Luftwechselrate zu gewährleisten. Man kann auch, das Thema Feuchte wurde vorhin angesprochen, das Thema zu niedrige Feuchte im Winter. Man kann also auch durch Entalpie-Wärmetauscher zum Beispiel dementsprechend eine Feuchterückgewinnung mitfahren. Und somit kann ich also schon den Komfort auch erhöhen und nehme quasi dieses Risiko. Der Nutzer muss etwas tun, der Nutzer muss das jetzt einstellen oder er hat irgendwas vergessen. Das nehme ich ihm komplett ab, denn ich sage mal so, das Licht anzumachen vergisst in der Regel keiner, weil er sieht nichts, aber es dann vielleicht auszumachen, wenn er geht, das kommt doch durchaus häufiger vor. Und somit kann ich letztendlich das Thema Lüftung so betreiben, habe ich mehrere Personen im Haus und mein CO2-Wert steigt, dann fährt die Anlage eben dementsprechend hoch. Ist nur eine Person im Haus, dann bleibt sie eben auf einem relativ niedrigen Niveau. Das gleiche trifft zu bei Feuchteanfall durch jetzt Duschen oder Wäsche aufhängen, wie auch immer. Das merkt die Anlage, fährt dementsprechend hoch. Und ich muss nichts großartig steuern und bin immer irgendwo in dem richtigen Level des jeweiligen Lüftungssystems. Dazu kommt noch, was ich auch schon gesagt habe, die Aufklärung des Nutzers, was bekommt er da, was kann er machen, was macht diese Lüftungsanlage überhaupt, was bringt ihm das für Vorteile, dass er einfach weiß, was ist das überhaupt für ein System und nicht nur, das ist eine Kiste, die leer macht und eigentlich merke ich gar nichts. Das ist oft so. Dazu kommt natürlich auch am Ende noch, dass man auch dementsprechend die Fachhandwerker schult und auch ihnen Sicherheit gibt, dass sie die Anlagen richtig verbauen. Und dann auch, wenn die Anlagen übergeben werden, in Betrieb genommen werden und man auch da quasi dem Kunden kompetent gegenüberstehen kann und sagen kann, guck mal hier, das ist die Anlage, das macht sie, ich habe sie eingestellt, das musst du beachten, den Rest musst du nicht machen, lass die Anlage laufen, alles ist gut. Die große Frage nicht nur, was ist heute, sondern was bringt die Zukunft? Wir haben letztendlich die große Frage, die auch die Regierung ausgibt, wo stehen wir 2050 zum Thema Klimaschutzplan? Und ich habe das mal ein bisschen aus dem Netz rauskopiert, wo eben die Ziele hingehen sollen. Und ich fand den letzten Satz hier auf der Seite, dass eben die Anforderungen bis 2030 eben weiterentwickelt werden. Und ich finde eine gute Symbiose zwischen Gebäude, also wie baue ich ein Gebäude in Entwicklung der Rohstoffe und der Rohstoffe oder der Baustoffe, die ich nehme, und eine sinnvolle Ergänzung über eine TGA-Technik, finde ich, ist ein guter Weg. Nicht eine Sache allein reicht. Ich finde, man muss das schon im Ganzen sehen. Und wenn man mal sieht, wo wir also hin wollen zum Thema Gebäude und zum Thema CO2-Einsparung, auch da sollte man den Weg gemeinsam gehen und eben nicht nur ein Gewerk oder eine Technik oder ein Bestandteil dieses Ganzen dafür verantwortlich machen, sondern es ist ein gemeinschaftlicher Weg dahin. Denn am Ende ist es so, wir müssen das schaffen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das auch schaffen, gemeinsam und drum, weil ich sehe, die Zeit ist auch schon fast abgelaufen, kann ich Ihnen nur sagen, atmen Sie auf. Ich wünsche Ihnen einen Haufen guter, frischer Luft und bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt auf noch ein paar Fragen, die Sie haben. Andreas Thoms, herzlichen Dank nach Lübeck. Herr Thoms, Sie haben eigentlich ein wunderbares Schlusswort fast gesprochen, Das jedenfalls freut zum mich. Thema. Ich finde, das hat sehr gut gepasst. Ich habe den Chat beobachtet. Wir haben relativ wenig Fragen bekommen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Sie im Grunde auch alles angesprochen haben, was auch wirklich gesagt werden muss zu diesem Thema. Und vielleicht so mit dem Blick auf den Chat, was dort eigentlich gerade passiert ist, es haben sich wohl viele festgebissen am Stroh und die Tastatur von Herrn Isselhardt glüht wohl, glaube ich, denn viele, viele Fragen, die er versucht auch noch mit zu beantworten. Auch an der Stelle Herrn Isselhardt nochmal herzlichen Dank, dass er auch im Nachgang so eifrig dabei ist, das mit zu beantworten. Förderungen und so weiter. Sie haben das eben angesprochen, das Thema, wo stehen wir 2050? Die Anforderungen bis 2030 in wirtschaftlicher Weise werden sie für den Bestand weiterentwickelt. Das denken wir auch, dass das kommen wird. Vielleicht mal von Ihnen eine persönliche Einschätzung. Glauben Sie, es wird zusätzliche Impulse geben, auch für die Lüftungstechnik, wenn wir tatsächlich in den nächsten Jahren schon schneller verschärfte Rahmenbedingungen bekommen?
Ja, also ich glaube einfach, dass das Thema, also wissen Sie, ich möchte niemandem etwas vorwerfen, wenn er das, ich sag mal jetzt, eine Lüftungsanlage einbaut oder keine einbaut ohne Wärmerückgewinnung, denn er macht ja im Prinzip nichts falsch. Ja? Man muss dann immer nur sehen, ob das dann letztendlich zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema auch Gebäudebestand auf Dauer immer die richtige Variante ist. Und da muss sicherlich durch, ich sag mal, Regierung oder durch die Bundesregierung gewisse Anreize geschaffen werden. Ich bin auch kein Freund von Verboten oder irgendwas, sondern es müssen Anreize geschaffen werden, um das Thema interessant zu machen, dass auch letztendlich die Investoren sagen, jawohl, ich möchte das tun, und auch der Nutzer dementsprechend oder die zukünftigen Mieter, Eigentümer auch dementsprechend sagen, ich möchte das aber mit einer gewissen Nachhaltigkeit haben, genauso wie es auf die Gebäuderrichtung zutrifft. Denn wie gesagt, ich finde, der Weg geht nur gemeinsam. Und nicht einer kann es alleine stemmen. Also die Lüftung kann ja nicht letztendlich, ist ja nicht die eierlegende Wollmilchsau, ja, sondern auch wir sind angewiesen darauf, dass das Gesamtpaket irgendwo passt. Und dann, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Zwei Fragen vielleicht mal aus dem Netz. Iris Neidmann fragt uns bei gebäudezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Luft wird trocken, manche Mieter schließen die Zuluftöffnung, dabei steigt der Trocknungseffekt in den anderen Wohnungen. Gibt es, fragt sie dazu, Lösungsansätze? Ihre Idee bisher ist, die Grundlüftung klein zu halten und zusätzliche Stoßlüftung umzusetzen. Also bei der gebäudezentralen Lüftung kann letztendlich der Einzelnutzer seine Einheit so regeln, wie er das gerne möchte. Es ist natürlich generell, wie gesagt, schon sinnvoll, um einfach auch ein gewisses Austrocknen zu vermeiden, gerade jetzt im Winter, dass man vielleicht das Luftvolumen ein bisschen nach unten fährt und dann über die Sensorik dementsprechend Spitzenlasten oder eine Erhöhung des Luftwechsels, des Luftvolumens wieder ausgleicht. Ja? Das macht auf jeden Fall Sinn, denn ich muss nicht immer einen Luftwechsel von 0,5, 0,6 fahren, wenn keiner zu Hause ist. Das ist nicht unbedingt notwendig. Deswegen sage ich, ist die Sensorik sicherlich ein Thema, was zukünftig einen deutlich höheren Stellenwert hat, wie irgendwelche Gestensteuerung oder irgendwelche super Steuerungselemente. Letztendlich, der Nutzer möchte, dass es funktioniert, ohne sich jetzt ständig darum kümmern zu müssen, irgendwas ein- oder umzustellen. Von daher glaube ich, ist die Sensorik ein wichtiger Punkt, um eine optimale Verbindung zu schaffen zwischen dem, was nötig ist, aber nicht zu viel zu machen. Wie sehen Sie das Verhältnis von automatischer Steuerung und dem Anstieg von Wartungs- und Betriebskosten? Ja, also die Wartungs- und Betriebskosten haben ja nichts mit der Sensorik zu tun, denn das sind zwei Sensoren. Ja, die können kaputt gehen, klar. Wartung und Betriebskosten ist natürlich ein Punkt. Also die Betriebskosten werden eher sinken, weil die Anlage vielleicht dann dementsprechend auf weniger Drehzahl läuft. Wartungskosten, ja, fallen an, klar. Ich habe eine Filtertechnik irgendwo, das muss einem irgendwo klar sein. Ich glaube auch nicht, dass man eine Lüftungsanlage unbedingt immer mit dem Preisargument, wann rentiert sie sich irgendwo vergleichen kann. Also Sie können auch eine Einbauküche oder ein Villa-Boch-WC nicht irgendwo vergleichen, wann ist, hat sich das irgendwo amortisiert, sondern letztendlich bekomme ich dafür ja auch viel Komfort und zum Teil auch viel Sicherheit. Ich muss die Fenster nicht auflassen, wie auch immer. Aber Kosten fallen an. Ich denke, dass die Betriebskosten jetzt zum Thema Strom, die sind überschaubar und Wartung, ja, die Kosten sind da. Aber das habe ich bei allen technischen Geräten auch. Auch mein Auto muss ich warten lassen. Auch da habe ich Filter drin. Auch die sollte ich warten, weil ich möchte auch in dem Autositzer auch vernünftige Luft haben und eben nicht die Filter, die zu sind, irgendwann dann mal mir die Keime reinziehen ins Auto. Das brauche ich auch nicht wegdiskutieren. Das ist halt immer da. Kurze Antwort auf die Frage. Planen Sie aktiv Hybridlösungen mit Fensterlüftung und mechanischer Lüftung oder nur auf Nachfrage? Das hängt ganz davon ab, also wir planen das weder aktiv noch passiv, das hängt davon ab letztendlich, was der Nutzer möchte. Also ich bin generell kein Freund, dass ich jetzt meine Idee und mein Konzept jetzt dem Planer oder dem Bauträger oder wem auch immer überstülpe, sondern das, was der Nutzer möchte.
Meine Aufgabe ist Planerberater. Ich kann ihn über die Pro und Kontras informieren und dann wird das dementsprechend darauf hingewiesen und geplant, wie er das möchte. Es gibt ja diese vielen Möglichkeiten. Deswegen sage ich, man muss es immer projektbezogen betrachten. Was ist der Anspruch? Meine Aufgabe ist es, dem Anspruch dann aufzuzeigen, was bekommt er dafür? Was sind seine Kompromisse oder Konsequenzen? Vielleicht noch eine letzte kurze Frage. Nochmal zu Kleinwohnungen. Gibt es Lüftungssysteme, die in Wohnungstüren auch verbaut werden, um Querlüftung in Einzimmerwohnungen zu ermöglichen? Und wo könnte man dazu was finden? Also bei kleinen Wohnungen wird in der Regel immer diese dezentralen Lüftungsanlagen verbaut, um letztendlich den Gebäudeschutz herzustellen. Dann haben sie letztendlich über die Türunterschnitte eine Überunterströmung. Da ist natürlich immer das Thema, muss man schon differenzieren zwischen Gebäudeschutz und sogenannte Indoor Air Quality. Das ist schon ein bisschen was dazwischen. Aber in der Regel reicht ja, wenn Sie eine zentrale Anlage haben, dementsprechend die Türenschnitte so zu planen, dass eine Überströmung stattfinden kann. Und dann ist das eigentlich nicht notwendig. Aber ich kenne jetzt kein System, was in Türen eingebaut wird. Ja, schließlich vielleicht noch mit einem Kommentar dazu, den ich ganz interessant finde. Frau Dr. Heide Schuster hat uns noch geschrieben, ich zitiere mal, die Vorbehalte gegenüber Lüftungsanlagen in Kindergärten und Schulen liegen vor allen Dingen an schlechten Erfahrungen aufgrund schlecht eingestellter und ungenügend gewarteter Lüftungsanlagen, Ihrer Erfahrung nach. Da bedarf es auch einer besseren Kommunikation und Leistungen von Wartungsfirmen. Das kann ich nur unterstreichen, das sagte ich auch in meinem Vortrag, dass auch die Fachhandwerker geschult werden müssen und auch der Nutzer geschult werden muss. Was bekommt er? Was muss er tun? Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit deutschen liebsten Kind, das ist das Auto. Wenn Sie ein Auto fahren und nicht in die Werkstatt fahren, das nicht warten lassen, dann werden Sie irgendwann Probleme bekommen. Das ist mit der Lüftung genauso. Also Sie können nicht erwarten, ich baue irgendwas ein und tue nichts mehr und dann wird alles gut sein. Das ist Wunschdenken, aber nicht Realität. Von daher bin ich voll und ganz d'accord. Wir müssen auch danach gucken, dass wir einfach dementsprechend die Qualität und dass die Betreuung hochhalten und gewährleisten. Herr Thoms, herzlichen Dank nach Lübeck. Ich glaube, das war sehr umfassend und auch, glaube ich, sehr einprägsam. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse heute. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Worte sagen, bevor wir in die Sommerferien gehen.